Yo Leute, willkommen zu einem neuen Special Video. Ich habe ja mal gesagt, dass ich eine neue Serie starte mit Reaktion auf und wo ich auf verschiedene Videos reagieren werde, weil es gibt leider kaum ehrliche Videos oder Hintergrundwissen wird zurückgehalten. Oder es wird einiges nicht erwähnt, weil es vielleicht zu lange dauern würde. Es gibt so viele Gründe, ne, dafür. Ne? Es gibt so viele Aspekte und Gründe. Und da habe ich gesagt, okay, die Leute, die keine Dummbatzen sind, ne? Also sehr ist, was mir mein früher Trainer immer gesagt hat, wenn du kein Dummbatz bist, dann kannst du auch länger schauen Videos. Und ich kann das, weil, obwohl ich hippelig bin, also ich hatte ja früher durch meine epileptischen Krankheit dieses Syndrom hippelig zu sein. Und das ist schon viel länger, ja, aber ich weiß, wie das ist. Als Kind hat man das meistens, aber als Erwachsener, aber nee, es gibt viele Erwachsene, die das nicht können. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zu dem ersten Video. Und nochmal einen schönen Gruß an die Diana Link, ne? Ich weiß, lern mal Deutsch, ne? Da, verdammter, ja, dann schmein ich schon weg. Ich habe es dir schon geschrieben, ne? Ich bin polnischer Jude. Ganz wichtig, in Polen geboren. Jüdische Vorfahren. Und ja, so viel nur dazu. Den Rest kann man sich selbst denken. Mit dem, was du geschrieben hast. Ja, also mehr sagen jetzt dazu nicht. Wie Karl Lagerfeld sagte, man muss ja nicht übertreiben. Ne? Okay, Leute. Ich möchte euch darüber informieren, dass wir Models unter einer Schweigepflicht stehen. Teile dieser Schweigepflicht umgehe ich heute. Das hat, glaube ich, vor mir noch kein Model von Germany's Next Topmodel gemacht. Das heißt, in diesem Video werdet ihr Sachen erfahren, die euch vom Stuhl hauen werden. Ich umgehe aber nur die Teile von der Schweigepflicht, die maßgeblich wichtig für meine Cybermobbing, meine Suizidgedanken und den Polizeischutz waren. Denn ich möchte euch dafür sensibilisieren, wie Reality-TV-Shows wirklich laufen. Ihr dürft euch gerne davon entertainen lassen, aber bitte seid ganz sparsam mit eurem Hass, weil das kann wirklich sehr, sehr böse enden. Herzlich willkommen. Okay, da muss man natürlich gleich einschreiten. Germany Next Topmodel, da schauen wir mal nach, ob da so auf die Reihe, also sie hat ja gesagt, sie ist die Einzige. Und ja, also wenn man's Kritik, also Videos gibt es schon, da ist sie nicht die Einzige, aber die vielleicht Einzige, die jetzt so ein Video macht, also selber ein Model ist. Ne? Ich weiß jetzt also, wie die anderen so sind, ne? Weil da müsste ich jetzt komplett durchschauen. Und ah, interessant, da gibt es noch immer, also Rückantworten. ja, also man sieht also von den Suchergebnissen, es sieht tatsächlich, und da, ja, also sie ist wirklich die Einzige, tatsächlich, das stimmt. Das ist meine Schweigepflicht, was die Frau Riesen, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, was die Frau Riesen sagt, ist, ja, es ist richtig und wiederum nicht. Man muss ein bisschen was, man sollte was dazu Hintergrundwissen haben. Wenn man Hintergrundwissen weiß, also wenn ihr das habt, die das, wenn ihr euch dieses Video anschaut, oder Aktion auf Germany Next Topmodel, was passiert wirklich in den Kulissen, ne? Wenn ihr da also das Hintergrundwissen habt, gut, wenn nicht, dann ab hier überspringen, ansonsten einfach der Erklärung zuhören. Also generell gibt es Verträge zwischen jedem Model, jeder Agentur und jedem Agent und jeder, der noch da mit dabei ist. Meistens sind es Agenturen, weil die Agenturen haben ein größeres Netzwerk. Es gibt sehr wenige Models, die sich selbst vertreiben, was sehr, sehr
komplex ist, ist auch anstrengend, ist nicht so einfach. Und meistens sind da Verträge. Parteien machen also Verträge. Bei Frau Riesen müsste es bestimmt der Sender gewesen sein, plus die Produktionsfirma, die die Sendung produziert hatte. Also es gibt mehrere Beteiligte und da ist halt eine gewisse, tatsächlich, wie sie sagt, Schweigepflicht. Das ist auch richtig. Wieso tut sie sagen, dass es jetzt sowas Besonderes ist, was sie darüber redet? Weil tatsächlich heutzutage die Leute einfach in Deutschland, vor allem in anderen Ländern, ist nicht, das ist nicht so Besonderes, aber in Deutschland nicht darüber reden, was passiert ist. Darf sie das überhaupt? Tut sie nicht Vertragsbruch machen? Jein, also es gibt bei gewissen Verträgen Ausnahmen und sie ist ja, Frau Riesen ist bestimmt so ihrem Anwalt, das kann man sich, wenn man jetzt nicht naiv ist und ein bisschen so Vorstellungsvermögen hat, ein kleines Vorstellungsvermögen reicht vollkommen aus, dass sie zum Anwalt gegangen ist und dann hat sie sich beraten von ihrem Rechtsanwalt und hat gesagt, das und das dürfen sie machen, das und das dürfen sie so vermarkten und so erzählen und der andere Teil, der ist dann strittig. Okay? Und deswegen sagt sie im Endeffekt, dass das einzigartig ist und tatsächlich, dass sie da darüber jetzt redet. Und damit sie keinen aber Vertragsbruch macht, weil ich habe mit vielen mit Verträgen damals zu tun gehabt, in der Branche tätig war ich, muss sie natürlich so einiges vorher abgeklärt haben, weil so einfach darf man nicht reden. Weil wenn ihr irgendwo sprecht über ein Thema und es sind brisante Sachen oder Inhalte, die die Firmen nicht so nie öffentlich bekannt geben würden, nicht mal einem Journalisten von CDF oder ARD oder BBC oder sonstiges, dann ist das brisant. Und dann ist das dann ist das nicht so ganz richtig, wenn sie sagt, ja, das ist, dass sie umgeht die Schweigepflicht. So ist es nicht, weil Schweigepflicht heißt dann, wie der Name schon sagt, Schweigepflicht. Du musst Schnauze halten und musst das alles gehen lassen, weil sonst kriegst du Strafen. Und das ist wirklich so, ich habe früher in einem Promotion-Bereich war ich tätig und da hat jemand das nicht ernst genommen. Leider, ich habe gleich durch dieses Beispiel gemerkt, okay, Schnauze halten. Und ich bin jemand, der aber ungern die Schnauze halten tut, aber da war ich clever und habe gesagt, okay, der Typ hat Tausende von Euro zahlen müssen, der wurde verklagt auf Schaden, ne? Und er hat aus dem Nestkästchen gelabert oder halt geredet und das haben die dann mitbekommen und dann war vorbei mit seiner ganzen Promotion-Aufträge. Und deswegen kann das nicht stimmen, so ganz genau, was sie sagt, sondern man muss das so sehen, dass da schon gewisse Absprachen erfolgen. Dass hier eine Pressesprecherin später eintritt und dann die Absprache von der Pressesprecherin ist, dass sie da sich dazu nicht gemeldet hat oder nicht weiß, kann schon sein. Es kann schon sein, also da ist es ziemlich dann realistisch, dass man sagt, okay, das hat sie jetzt nicht mit Heidi Klum abgesprochen oder das haben die Anwälte von der Gegenpartei jetzt nicht mit abgesprochen oder sie haben es nicht gewusst, dass sie das vorhat, sowas zu machen. Es kann schon sein, dass das nur einseitig ist. Und in dem Fall, was ich da mitbekommen habe, in den Medienberichten und so das Ganze, entweder ist es hoch gepusht, man weiß ja nie, weil es gibt viele Schauspieler, sind Schauspieler, können gut schauspielen und Models auch. Wir leben in einer künstlichen Matrix-Welt. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass so einiges, was sie jetzt hier in diesem Video sagt, nicht eigentlich an die Öffentlichkeit so raus hätte gehen sollen, sagen wir mal so. Ist halt eine Aussage, ist Aussage. Ne? Das ist halt, ist, wenn wir dazu gleich kommen. Ich habe mir das Video schon mal angeschaut und jetzt schaue ich es mir nochmal an mit diesmal Reaktion. Zu diesem sehr satten Video. Germany's Next Top Model und was wirklich hinter den Kulissen passiert. Ich bin ein super positiver und selbstbewusster Mensch. Zumindest war ich das vor Germany's Next Topmodel. Ich wollte immer auf die Bühne, egal ob als Schauspielerin, egal ob als Model. Hauptsache die Kohle.
Ich versuche so wenig Pausen wie möglich zu machen, ne? Weil ich habe so richtige, ich gehe nach dem Zitat gesetzt, nach dem echten Zitat gesetzt. Viele machen Videos, schauen sich das an, sehr schönen Beitrag, schauen sie an, einen schönen Beitrag, und es ist ja aufwendig, so ein Video auch zu machen, weil sie müssen ja auch Schnitte machen. Man merkt, es hat sehr viel Cuts gemacht, oder der Cutter eigentlich hat zu viele Cuts, finde ich, gemacht. Das hätte man besser machen können, aber wie auch immer. Jeder Content ist ein Content, meine Content sind egal welche, auch wenn sie professionell, wenn ich mit Greenscreen mache, sind sie frei zur Verfügung. Jetzt werden noch krassere Contents mit Super-Effekten kommen, die sind auch frei, die könnt ihr klauen, nehmen, whatever, ist mir wurscht, ne? Lasst eine Spende da oder auch nicht. Oder wie Karl Lagerfeld immer sagt, habe ich mal gesehen, er lebt denn nicht mehr, aber er hat gesagt, man muss es ja nicht übertreiben, oder was war noch, was irgendwann in der Sendung, im Interview gesagt hat, naja, ist ja eigentlich, I don't care, ne? Ist egal, ne? Ist so oder so, wie man es nennt. Okay, weiter geht's. Große Bühne, und deswegen habe ich mich bei Germany's Next Topmodel beworben. Eine Sache noch vorab, ich möchte mich bei allen Mädels entschuldigen, die ich verletzt habe mit meinem Verhalten. Ich möchte, dass ihr im Laufe des Videos versteht, wie es dazu kam, dass dieses Bild von mir vermittelt wurde. Nichtsdestotrotz habe ich Sachen gesagt, die andere Frauen wirklich ernsthaft verletzt haben, und das tut mir auch richtig leid. Und damit also, okay, also da gibt es viele Spoiler hier, okay, oder sagen wir Easter Eggs. Ich weiß nicht, wenn euch das Video oder wenn du dir das Video anschaust, ob du das jetzt gleich in diese 1 Minute 33, ich so ein Typ, der hat diese Gabe, aber ja, ich will mich kurz halten. Also der erste Spoiler oder der erste Isek war, sie sagt, dass sie sich entschuldigt. Also das erste, nee, das vor, was sie sagt, okay. Das vor sagt sie, das ist das, was sie zeigt, das ist, ne, besonders, und niemand hat darüber gesprochen, ne? Also allein schon diese Ausdrucksweise, ne, soll es ja interessant machen. Okay. Dann muss ich nochmal schon, weil das fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Vorab, ich möchte mich bei allen Mädels entschuldigen, die ich verletzt habe mit meinem Verhalten. Germany's Next Topmodel. Ich wollte immer auf die Bühne, egal ob als Schauspieler. Okay. Immer auf die Bühne, und dann aber Germany's Next Topmodel hat mir die Suppe versalzt. Ne? Also ich versuche es so schön wie möglich zu sagen. Versalzt. Ja, nö, also eine Agentur oder ein Mensch oder eine Company kann nicht sein. Das ist unser Leben. Wenn du positiv Mensch, wenn du ein positiver Mensch bist, dann passieren die schlimme Dinge, und dann nimmst du die als Erfahrung mit und sagst, okay, ja, das ist zwar jetzt mal Erfahrung, aber deswegen lässt man sich doch sein Leben nicht versauen. Ne? Also man sieht das als lehrreiche Erfahrung, man war naiv, man hat Sachen gemacht im Leben, man hat geglaubt an etwas, weil man solche Vorstellungen hatte. Mein Gott, das ist jeder Mensch von uns. Wir sind auch nur Menschen und keine Roboter. Und dann ist das halt eben so gelaufen. Und deswegen zu sagen, ja, die haben, und deswegen, das wäre dann besser, müssen sie auch bestraft werden. Ja, ich bin das wieder dafür. Ne? Was, sie sind's? Ah, manchmal kommt das aus mir raus. Ne? Oh Gott, ehrlich, der ist das polnische Junge und ein Schweinchen dick. Also ja, ich kann ja nicht so viel, wer ich bin. Ne? Deswegen sind alle böse, weil sie haben mir mein Leben, weil versaut, weil ich am Baum mal gefesselt wurde öfters, weil ich ein Plackenschweinchen dick bin, haben sie mal gesagt, ein KZ-Kind, ein Judenschwein, ja, mein Gott, dann haben sie das halt eben gesagt. Ist halt passiert. Mensch, das waren so Kinder, ich war selber auch ein Kind, waren Kinder. Was, ist mal als Erwachsener was passiert? Ja, auch, aber egal. Ne? Es ist halt Lebenserfahrung, und die sammelt halt mal. Deswegen haben mir die Leute das Leben nicht versaut. Das Leben geht weiter, Leute. Das will ich euch damit sagen. Egal ob als Model. Genau, und das zu der Entschuldigung. Die Entschuldigung würde ich, wenn ich ein Model wäre und eine Frau wäre, von ihr nicht akzeptieren, weil das ein einfaches Konzept, weil eine Entschuldigung soll immer persönlich sein. Meine Mutter hat mir das immer beigebracht. Danke, Mutter, dafür. Und meine Großmutter und meine Tanten alle und meine Cousinen, und sagen immer persönlich. Und da muss es was sein. Ja? Weil da muss was dran sein, weil viele machen es persönlich, und es ist einfach besser. Und wenn du sagst, hey, du, habe ich das mit meinem Kumpel mal gemacht, für, hey, pass auf, anrufen, für mich bei dir entschuldigen, aber bring meinen Eimer mit. Ja, weil ich kann mich nicht entschuldigen, es fällt mir sehr schwer.
Ne, weil ich bin so ein kleiner Schlawiner, ne? Zwaniak sagt man auch auf Polnisch. Ein kleines Arschloch auch noch dazu. Von dem Film Kleines Arschloch habe ich mir viel ein Beispiel genommen. Und ein kleiner Dämon auch noch dazu. Ne? Super Edition, halb Dämon, halb Vampir, ne? Böse und gut. Ne? Den Rest kann man sich selbst mal denken. Und ja, das fällt mir sehr, sehr schwer. Und deswegen sage ich ihm, ey, bring einen Eimer mit, ne, damit ich weinen kann und in den Eimer rein kann. Dann sagt er, ah, komm mir auf, ne? Also, so wie zur Entschuldigung, es ist halt nicht persönlich. Also mich würde das so, wenn ich ein Model von diesem Casting gewesen wäre, so von diesem Germany Next Top Model, und ich würde jetzt was von der Frau Riesen sehen, das Video, da würde ich nur sagen, ha, toll, super. Hol dir einen Drone, nimm dir einen Lolli oder so, ne? Es ist halt nicht persönlich. Wenn es persönlich wäre, wäre es viel nicht interessanter und cooler auch, wenn dann sie geschrieben hätte um ihren Kolleginnen und gesagt, hey, ich will mich bei euch entschuldigen. Seid ihr damit einverstanden, dass wir das öffentlich machen? Ne? Also ist immer so eine Sache, das Entschuldigung sind Privates eigentlich. Muss ja nicht öffentlich sein. Ne? Kann man auch sagen, das kann man, ich sehe das so zweiseitig. Der eine sagt, das muss nicht öffentlich sein. Der eine sagt, das kann öffentlich sein, ich sehe das von mehreren Seiten, warum sollte man das nicht öffentlich machen, wenn die anderen damit einverstanden sind, ne? Wenn alles seinen Gang hat und man hat vorher einiges besprochen, ne? Und dann kommt halt die Entschuldigung, ne? Und dann bittet man um Vergebung, um Verzeihung, und wenn derjenige da ja sagt, gut, wenn nicht, dann hast du halt eben Pech gehabt, ne? Musste ich auch irgendwann akzeptieren, dass es sowas gibt, wo die Leute sagen, ja, mag sein, dass du dich entschuldigen willst, aber ich nehme es nicht an, fertig. Kannst dich zu Tode verrecken, ich werde dir nie vergeben. Ne? Ja, sowas gibt's. So, jetzt machen wir mal weiter. Hauptsache die große Bühne. Und deswegen habe ich mich bei Germany's Next Topmodel beworben. Eine Sache noch vorab, ich möchte mich bei allen Mädels entschuldigen, die ich verletzt habe mit meinem Verhalten. Ich möchte, dass ihr im Laufe des Videos versteht, wie es dazu kam, dass dieses Bild von mir vermittelt wurde. Nichtsdestotrotz habe ich Sachen gesagt, die andere Frauen wirklich ernsthaft verletzt haben, und es tut mir auch richtig leid. Damit ihr aber alles versteht, müsst ihr erstmal verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine TV. Ich finde, die Frau Riesen ist eine, aber das ist nur mein Geschmack, hübsche Frau, und sie sieht aus wie ein Baby. Okay, also das heißt, sie hat diese Schwester, wie meine Schwester und wie ein kleines Baby. Okay, und wenn sie so sagt, ne, dann macht sie Cut, man ist unschuldig, ja, alles ist gut, ne? Aber andererseits, jeder ist damit zufrieden, ne? Kurzum, wenn nicht. Wobei sie macht es richtig, weil bei uns nach dem jüdischen Glauben so ist es einfach, dass du so schnell wie möglich dich entschuldigen sollst, weil sonst wirst du nachtragen. Und die Wut und der Hass, der in dir drin ist, das ist nicht zum Wolle des Ewigen und nicht zum Wolle von dir. Und daher ist das im Endeffekt nicht positiv. Ja, das macht dich irgendwann kaputt oder die andere Person. Und manchmal ist es besser, schnell zu vergeben, ja, als demjenigen eine Prüfung aufgeben. Ja, was soll ich nochmal? Handstand. Ja, jetzt springst du vom Haus 20 Meter und brichst dir für mich die Knochen und dann vielleicht vergebe ich dir. Also muss nicht sein. Ne? Und Leute, die das dann von dir verlangen, dann sagst du, weißt du was, steck dir deine Akzeptanz für meine Entschuldigung sonst wohin. Ne? Weil wahre Menschen, wahrhaftige Leute, die sagen sich, ach komm, habe ich schon vergessen, oder sagen, ja, kein Thema. Und so viel dazu. Produktion. Also ihr schaut Germany's Next Topmodel alle auf ProSieben. ProSieben dreht aber Germany's Next Topmodel nicht, sondern es kauft sich die Serie ein, wie alle anderen Filme und Serien auch. Red 7 ist die Produktionsfirma, die Germany's Next Topmodel produziert und dann schlussendlich an ProSieben verkauft. Das heißt, Red 7 ist für alles verantwortlich. Okay, jetzt machen wir schon Red 7. Red 7. Entertainment GmbH. Dann gehen wir mal. Ja, das sieht schon mal ganz, ganz gut aus, ne? Die Internetseite produzieren, das ist ja logisch. Warum machen das Firmen? Ja, weil die Firmen sich halt aufteilen. Ne? Das ist halt so eine Sache. Man hat halt eben Experten und die gibt es halt verschiedene Firmen, die dann produzieren Content für den jeweiligen Sender,
Und dann verkauft man das und da sehen wir auch schon, sie stimmt, was sie sagt. Also das ist von Red Seven. Und ja, dann gibt es auch andere Sendungen. Boah, das ist normal mittlerweile. Also das ist ganz klar, dass da man einfach sagt, hey, wir lassen das produzieren von einer Firma und die Firma verlangt Geld. Und wir kaufen das und Judas. Ja. Verantwortlich, was in dieser Show passiert. Wie es hinter den Kulissen abläuft, weiß, glaube ich, nicht mal ProSieben selber. Genau. Brauchen Sie auch nicht zu wissen, weil wenn Sie was wüssten und irgendwann würde was passieren, dann müssten Sie dafür Haftung tragen. Dann gibt es auch rechtliche Gesetze, wo es dann richtig knifflig wird und das wäre natürlich blöd. Und so kann ProSieben sagen, wir wissen gar nichts, wir haben nichts damit zu tun und dafür können wir auch nicht gehaftet werden. Das ist wie bei den Zeitarbeitfirmen, ne? Wenn zum Beispiel man arbeitet über eine Zeitarbeitfirma bei Euro2 oder bei Telekom oder auch ever und dann tut man, sagen wir mal, bei O2 oder bei Vodafone oder bei Telekom tut man da Scheiße bauen, dann haftet ja für die Scheiße die Zeitarbeitfirma oder man wird krank, Zeitarbeitfirma und nicht die Firma selbst. Ja, das heißt, du bist im Endeffekt zwar in dieser Firma, aber du bist ja kein Mitarbeiter, so haften wir nicht für dich. Ne? Das ist ganz clever. Es ist so eine kleine Schlawiner- und Schlangenklausel, wo sich man so wie eine Schlange schlängelt, ne? Durch die Gesetze. Und die wissen das, die Politiker und so. Ne? Die wissen alle davon, die machen alle mit. Wenn sie es nicht wüssten, dann würden die nicht mitmachen, dann gäbe es die ganze Miserien nicht oder diese ganzen Schlupflöcher gibt es dann nicht. So eine Produktionsfirma ist in verschiedene Abteilungen aufgebaut. Es gibt einmal die Leute, die im Schnitt sitzen, es gibt die Realisatoren, die sind am Set mit uns. Ihr könnt euch vorstellen, ihr seht immer nur uns Mädels, aber am Set sind noch viel, viel mehr Leute, als ihr im Endeffekt seht. Das heißt, wenn ihr 30 Mädels seht, sind meistens noch um die 40, 50 Leute hinter den Kameras, die wir aufständig sehen. Aber zu dem Team gehört genauso Schnitt, Psychologenteam und ein redaktionelles Team, was nicht am Set ist, sondern was sich die Geschichten hinter dem Set überlegen. Eine Sache. Genau, also das stimmt, was die Frau Riesen hier sagt, oder Frau Reisen. Es gibt tatsächlich sehr viele Leute, also es gibt die Organisatoren, es gibt den Schnitt, es gibt das Kamerateam, es gibt die Produzenten, es gibt die Besprecher, also die in der Teamrunde besprechen, es gibt also immer Meetings auch, dann gibt es noch das Essensteam, also das ist so. Und jeder muss mal was essen, ne? Dann werden halt dafür gesorgt, dass halt für jeden Kameramann, für jeden, normalerweise, wenn es ein gutes Team ist, dann kriegt der Kamera was zum Essen. Dann gibt es ein Buffet, eine Kantine und dann finden alle, ne, weil gutes Team wie bei Tom Cruise, die essen alle gemeinsam, ne? Am Tisch und besprechen alles, weil aber beim Essen kannst du auch gut Sachen besprechen. Und dann ist so, sagen wir mal, organisiertes Team, ist halt eben, hat nicht diese Vorzüge. Ne? Aber es gibt halt wirklich, Kameramänner sind sehr wichtig. Ne? Dann gibt es die Fotografen, die sind auch sehr wichtig. So ein Projekt, gesagt. Dann hat Heidi Klum ihre Rechtsanwälte, ihre Berater und dann haben ihre Leute noch Berater, die brauchen ja für ein Konzept, wie sie etwas aufbauen, da müssen wir mal auf Legale schauen, was können wir machen, was ist so grenzwertig, wie können wir das so manipulieren, ne, dass das oder so gestalten eher gesagt, ne, dass das so seinen Gang Lauf nimmt, ne, so bumm, ne, und ja, das wird sie gleich erklären. Das ist wichtig zu verstehen, bei einer Reality-TV-Show geht es nicht darum, die Wahrheit zu zeigen, sondern Quote zu bringen. Ist ja ganz klar, so eine Show soll Geld machen. Germany's Next Topmodel ist die erfolgreichste Show im deutschen Fernsehen und bringt, glaube ich, pro Folge so im Schnitt zwischen 2 bis 3 Millionen Leute vor den Bildschirm. Was heißt das in Zahlen? Wie viel verdient man da ungefähr? Ich kann euch sagen, Heidi Klum verdient pro Staffel 8 Millionen Euro. 8 Millionen Euro alleine Heidi Klum. Da hat noch nicht die Produktionsfirma, noch nicht der Sender dran verdient. Das heißt, was heißt das denn? Wie viel Kohle hat er jetzt schon gemacht? Warte mal, jetzt ist die 17. Staffel. Nehmen wir mal an, sie hat 8 Millionen in jeder Staffel verdient.
Alter, fast 140 Millionen Euro. Ach du Scheiße, es geht hier um richtig Asche. Aber wie kriegt man so eine Quote? Genau, also die Heidi Klum, die hat es ja berechtigt. Der Verdienst ist berechtigt. Also sie könnte auch mehr verdienen, wenn wäre berechtigt, weil sie hat ja eine Marke. Die hat sie sich erarbeitet, nicht natürlich nicht alleine, sondern mit einem Team, das sie dann später zusammengestellt hat. Und deswegen ist das schon berechtigt. Also von mir aus kann die 500 Millionen oder eine Trillion verdienen. Es ist halt die Gesellschaft, die bestimmt, wie weit du kommst und was du verdienst. Und sie hat ja diese Fans, sie hat ja diese Abkäufe, sie hat ja Finanzierer auch, die sie finanzieren. Ist alles legitim. Also da sehe ich da keinen Grund da, vom Verdienst her jetzt, was sie erwähnt, die Frau Riesen, da so jetzt, ja, schau, wie viel ich verdient. Ja klar, du musst Geld verdienen und jeder Mensch muss Geld irgendwo verdienen zum Überleben. Wir leben in einer materiellen Welt ist alles in Ordnung. Also dass die dann Quote noch rein muss, damit sie noch mehr Geld verdient, umso mehr Quote ist mehr Geld. Das stimmt, ja. Da hat die Frau Riesen vollkommen recht. Quote kriegt ihr nicht, indem ihr 30 tolle, nette Mädels darstellt, die alle super lieb sind miteinander. Nein, Quote kriegt man vor allem durch Hass. Aber warum durch Hass? Naja Leute, ihr regt euch gerne auf. Jeder regt sich gerne auf. Wenn man morgens an die Arbeit fährt, möchte man am besten irgendwas erzählen, worüber man sich aufregt. Weil das ist Gossip. Dann kann man ein bisschen quatschen, dann kommt man mal ganz auf neue Gedanken. Hass ist einfach viel eindrucksvoller als Liebe. Und das weiß auch eine Produktionsfirma, die Germany's Next Topmodel produziert. Das heißt, die Produktionsfirma will vor allem eine Emotion bei euch hervorrufen und das ist Hass. Und dafür muss sie bestimmte Rollenbilder Staffel für Staffel bedienen. Das ganz klassische Klischee der Zicke, die alle Mädels hassen. Und am besten... Okay, Staffel für Staffel, nicht so Episode. Episode für Episode wäre es korrekt. Staffel für Staffel... Eine Staffel kann aus Episoden bestehen, also auf 10 oder 20. Und das Team muss ja nicht unbedingt Hass machen. Aber unsere Welt besteht meistens aus Hass. Weil Liebe wird zwar in einem Baby geboren, also ein Baby geboren, neu geboren ist, aber das wird umgekrempelt mit der Zeit und mit dem Alter. Und man hat damals tatsächlich versucht, mit Liebe alles zu machen. Es gab einen Versuch, jeder Sender hat es mal versucht, aber es hat halt nicht geklappt. Bevor die erste Staffel von Germany Next Topmodel gestartet wurde, gab es ein Pilotprojekt. Wie bei jeder Serie, wie bei jeder Reality-TV, so immer ein Pilot. Und man versucht es immer ohne zu machen, ne? Ohne diesen zusätzlichen Push. Und dann gibt man das den Leuten zu sehen. Also da gibt es ein, ich glaube, das nennt sich Probe-Pilot für Probepublikum. Genau, Probepublikum. Und ich durfte da auch mal sein, schon sehr lange her. So da, wo ich mich mal angemeldet habe für eine Sache. Und dann sollte ich halt einen Film anschauen, ein kleines Filmchen. Und dann sollte ich da abstimmen. Wie fand ich den? War das da? Das und das? Ne? Ich habe natürlich gleich ein Referat geschrieben. Ich glaube, das haben die gar nicht gelesen. Aber naja, was ist das für ein Verrückter? Er schreibt gleichzeitig ein philosophisches Referat von 10 Seiten. Ne? Weil ich da einfach nichts abstempeln will. Ne? Ich will keinen Menschen oder kein Projekt irgendwo in eine Richtung machen. Ne? Diese Dr. hat mich schon wieder geraufen. Ne? Richtung. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die müssen es halt machen. Weil die Gesellschaft, wie sie selbst sagt, so will halt eben dieses Gute, wollen die meisten nicht. Ne? Ist leider so. Ne? Ist leider so, wie sie sagt, ist leider wahr. Ich wünschte, es würde nicht stimmen, aber auch viele Kanzleien und Rechtsanwälte, wenn ich mit denen rede, bei meinen, Rechtsschutzversicherung oder Foren, ne? Und wenn ich mal so mit Leuten rede und so und ich mal rumkomme, dann sagen die das Gleiche. So, das ist halt einfach so. Ne? Das ist wie die GZ-Gebühr. Die GZ, die musst du zahlen, selbst wenn du kein Fernseher hast und selbst wenn du die ganzen Programme oder das ganze Future nicht nutzt, musst du trotzdem die zahlen. Also ich glaube mittlerweile über 18 Euro.
Und ist halt so, ne? Wehren kann man sich nur, wenn im Gemeinsamen, wenn da alle aufstehen würden, komplett über 70 Millionen Menschen würden da jetzt hingehen, zum GIZ-Gebäude mit Fackeln und was ich, Stock. Und ja, dann wäre die GIZ sofort abgeschafft, aber das ist nur ein Wunschtraum, wird nie passieren, weil die Menschen einfach so sind, wie sie halt gesagt hat. Konzentriert sich dieser Hass auf eine Person, denn dann kann man diese Rolle perfekt ausbauen. 2020 gebührte mir die Ehre, die Zicke bei Germany's Next Topmodel zu sein. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, nein, ich wusste während des Drehs nicht, dass ich diese Rolle nehme. Das heißt, ich habe nicht noch 10 Schippen draufgelegt, um noch Zicke darüber zu kommen, sondern das war alles Schnitt und eine redaktionelle Entscheidung. Um die Quote zu erreichen, wird euch nichts dem Zufall überlassen. Zuallererst ist es wichtig, dass man bei uns den Stresslevel so hoch wie möglich hält. Dass wir so gereizt sind, wie es nur geht. Und dass man einfach immer sehr nah an uns dran ist, damit man weiß, wo bahnt sich Streit an, wer versteht sich gut. Und dafür ist eine Sache ganz wichtig, und zwar unsere Nanny. Wir haben im Haus 24/7 eine Nanny. Das heißt, selbst wenn die Kameras weg sind, ist immer jemand von der Produktionsfirma mit uns im Haus, die sich auch super mit uns versteht. Das heißt, du kannst da hingehen, wenn du ein Problem hast, wenn du Streitigkeiten mit den Mädels hast, gehst du zur Nanny. Wenn es dir nicht gut geht aus irgendwelchen Gründen, wenn du Heimweh hast, wenn du Ängste hast, du erzählst alles der Nanny. Was perfekt ist, denn die Nanny ist keine Pädagogin und die Nanny ist nicht für uns da, sondern die Nanny ist ganz normal eine Angestellte von der Produktionsfirma. Das heißt, alles, was wir der Nanny sagen, wird direkt an die Produktionsfirma weitergetragen und man kann die Geschichte weiter darauf aufbauen. Also, das ist ganz wichtig. Frau Riesen macht diesen einen Satz, in dem, also wo sie sagt das, die Aussage, dass die keine Pädagogin ist. Ja, das ist auch richtig. Das darf sie auch gar nicht sein. Weil eine Pädagogin hat Patientenverpflichtungen und kostet auch viel mehr und könnte dieses Spiel nicht mitmachen. Also es ist eine Schweigepflicht. Jeder Psychologe, jeder Pädagoge, jeder Psychiater hat eine Schweigepflicht. Und wenn da was rauskommt, dann ist der gefickt. Von links, rechts, oben, unten. Da kommt doch natürlich noch die Adolf Hitler Keule. Die kommt natürlich nicht der Führer, aber der sieht ganz, 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 ganz schlimm aus. Also von daher ist es halt für die Firma, also für das Produktionsstudio, total unlogisch, einen Pädagogen da reinzustellen. Also ich, wenn das meine Firma will, ich würde es nicht tun, weil die Schweigepflicht. Ne? Der kann, der hat da jeder Arzt. Ne? Hat halt eine Schweigepflicht und hat eine gewisse, ja, soll man sagen, naja, nach Corona ist es mir schwierig, was zu sagen. Aber die meisten Ärzte haben so ein gewisses Moral, einen gewissen Moralkompass, sagen wir es mal so. Und diesen umzugehen, da muss man schon sehr, sehr viel tun, damit ein Arzt darauf pfeift. Ja, und deswegen. Stimmt das, ne, so was sie sagt? Pädagogen werden da, sind ganz normale Angestellte. Ne? Pädagogen müssten komplett anders aufgezogen werden. Dann dürfen wir auch nicht ausgehen. Nicht ein einziges Mal. Leute, ich war in Los Angeles, ich weiß nicht mal, wie Hollywood Hills so wirklich aussieht. Wir durften nicht einen Spaziergang machen, wir durften nicht einkaufen gehen, wir durften nicht mal irgendwie eine Sightseeing-Tour machen, wir durften gar nichts. Uns wird verboten rauszugehen, sonst wird uns angedroht, wir sind sofort aus der Show raus. Ja, also das ist richtig. Das muss tatsächlich die Produktionsfirma machen. Da gibt es auch Gründe, warum man es gemacht werden muss. Es ist so. Ich habe mal sehr interessante Doku mal gehabt. Ich habe aber auch mit für einem geredet, der Schauspieler, weil ich war ja auch Promotion unterwegs, habe Schauspiel auch kennengelernt und Sänger. Und es war sehr interessant. Ich habe das auch selbst logisch dann gelernt. Ne? Also ich habe, wie das Ganze aufgebaut ist. Und es ist halt so. Die haben ein Gelände und auf diesem Gelände sind sie versichert, okay? Und jeder hat eine gewisse Versicherung, aber das Problem ist, der Arbeitsvertrag, und das ist, selbst wenn du selbstständig bist, du kannst nie was ausschließen, aber bei da ist es was anderes, da ist es für eine Firma, da gibt es gewisse Verträge und trotzdem sind, ich finde, das ist gut so, dass es so ist, dass in Deutschland diese Verantwortung nicht einfach, ne, hier, I don't care, sondern wirklich, die haben Verantwortung. Und die sagen sich, ja, wie wollen wir das jetzt machen? Wenn wir die jetzt rauslassen, wir wissen nicht, was da draußen passiert. Wenn da irgendjemand
weil es gibt leider auf der Straße viele gefährliche Sachen. Es gibt auch Corona-Bedingungen, es gibt auch Covid, genau 19 auch, das ist auch das Problem. Da gab es gewisse Regeln auch noch, die sind auch noch gekommen. Jetzt so viele Sachen, die man bedenken muss. Und dann, wenn jetzt ein Studium das noch alles mitzahlen müsste, dann können sie gleich die Sendung einstampfen. Ne? Und dann irgendwo versucht man halt Abstriche zu machen. Also hat im Endeffekt Red 7 Entertainment sich entscheiden müssen. Investieren wir Haufen Geld und Heidi Klum geht leer aus oder gibt weniger Geld. Ne? Dann kann sie sich keine 10 Ferraris leisten oder 20. Oder machen wir halt eben eine auf die unbekannt sind, setzen wir was ab. Ja, und wenn ich ein Fahrer wäre, ich würde es dann genauso wie Red 7 machen. Na, manchmal muss halt ein Arschloch sein, aber hey, dafür wirst du berühmt, ne? Dafür kriegst du das und so. Es ist nicht so einfach. Aber ja, es ist kompliziert. Ich habe mit einem Typen geredet und hat mir gesagt, ja, schau, es sind versichert. Und dann ist was passiert und dann hat es einen erwischt, ne? Oder Unfall. Da kommt nicht mal was dafür, es ist einfach Pech, das war New York. Kannte die Regeln nicht, neue Stadt, alles ist anders, boom, zack, hat nicht zu sehr darauf geachtet, weil er dachte, grün ist grün, ne? Und bei Deutschland, wenn grün ist, in den meisten Fällen, bleibt man auch als Autofahrer stehen, aber in Amerika, boom, kann dir passieren, und er hat Glück gehabt, aber hat ihn gestreift, aber trotzdem. Und dann, oh mein Gott, ist es passiert, was sollen wir machen? Ja, alle rasten dann aus, und das kostet Geld, die Versicherung, wir müssen den Fahrer, und dann man will einfach diese ganzen Probleme nicht haben. Da gibt es noch andere Sachen mit der Schweigepflicht, ne, dass man die dann einhalten, das ist schwierig, ne, so ist man untereinander, aber dann, wenn man nach draußen geht, dann ist man draußen, dann sagt man, hey, sagt eine, du bist so eine hübsche Frau, oder bist so ein Model, ja, ich bin gleich bei Next Germany und so. Ach, da können so viele Sachen passieren. Ne? Aber trotzdem, ich finde, was die Frau Buysen sagte, schade, dass die da so gerne, die hätten es vielleicht, hätten nach einer Lösung suchen sollen, der Sender. Also Red Entertainment hätte nach einer Lösung suchen sollen. Ja. Vielleicht hätten die das anders machen können. Weil nicht nach draußen zu gehen und jemanden gefangen halten, das ist auch blöd. Das heißt, du wohnst in einer riesen WG mit 30 Mädels, die du so gut wie gar nicht kennst, und vor allen Dingen, das sind nicht einfach irgendwelche 30 Mädels, sondern das sind die spannendsten Charaktere aus Deutschland. Das heißt, du hast alles dabei, jegliche Geschichten, egal ob Migrationshintergrund, Transgender, egal ob dick, egal ob dünn, egal ob groß, egal ob klein, egal ob jung, egal ob alt. Und ich weiß nicht, stellt ihr euch doch mal vor, ihr zieht mit eurer allerbesten Freundin zusammen. Allerbesten Freundin, aber ihr seid 24-7 aufeinander. Ihr dürft nicht rausgehen, ihr müsst überall gemeinsam hingehen. Und jetzt kommt das Allerspannendste, ihr habt kein Handy. Kein Handy, wir durften die ganze Zeit, 3 Monate lang war mein Handy weg, wirklich weg. Ich durfte nicht mal nach Drehschluss an meinem Handy. Ihr habt kein Handy, ihr habt kein Netflix. Wir hatten Fernseher, ja, aber die waren ausgestellt. Wir durften darauf nicht mal Netflix gucken. Netflix? Hallo, nicht mal Netflix! Wir durften kein Radio hören. Stellt euch das nur mal mit eurer besten Freundin vor. 24-7 eingesperrt, ohne Handy, ohne alles. Ich glaube, selbst ihr würdet euch anzicken, oder? Ja, und jetzt stellt euch das mal vor, mit 30 fremden Mädels, die ihr nicht mal kennt. Die Produktionsfirma weiß schon, wenn wir diese Umstände schaffen, werden wir uns auf jeden Fall schon mal zwischendurch an die Burg gehen. Wir werden uns definitiv schon mal anzicken. Also das ist sehr schwierig nachvollziehen, jetzt was die Frau Riesen hier für eine Aussage trifft, weil es ist eigentlich sehr schwer nachzuvollziehen, aber vielleicht möglich. Aber nur bei einem Privatinternat. Eine Promotion, da muss wirklich eine Klausel mit rein. Also muss der Vertrag mit gewissen Klauseln gemacht haben, weil es ist nicht legitim. Also es ist nicht legitim, weil jemanden einzusperren ist ja Zwang, ist ja strafbar. Also das geht nicht. Und wenn es dann irgendwie geschafft haben, dass die Mädels, weil die Mädels dann naiv sind, leider ist das so, man ist naiv, aber junge Männer gibt es auch, die naiv sind, nur die sind da naiv und fallen drauf rein. Da ist ja die Produktionsfirma ja nicht schuld, ne? Weil die muss das irgendwie so gehandelt haben, so kann ich mir das nur logisch vorstellen, dass die damit einverstanden waren. So einfach Vertrag machen und dann am Ende, hier gibt dein Handy ab. Also ich meine, die haben ihren Anwälte, jedes Model hat ihren eigenen Anwalt. Und die werden vorher sich das durchgelesen haben, den Wisch. Und das ohne Anwalt
Ist schwierig nachzuvollziehen, diese Aussage von ihr. Das ist klar. Jetzt wird es aber richtig spannend, wenn ich euch nämlich sage, die Show überlässt nichts dem Zufall. Zum Einkaufen gehen. Wir dürfen einmal in der Woche eine Einkaufsliste schreiben. Einmal in der Woche. Bei 30 Mädels schreiben wir dann sowas auf wie 15 Packungen Erdbeeren. Weil bei 30 Mädels brauchst du 15 Packungen Erdbeeren. Aber Leute, es kommt nicht 15 Packungen Erdbeeren, es kommt eine Packung Erdbeeren. Ungelogen. Jedes Mal. Das heißt, was passiert? Es kommt eine Packung Erdbeeren an. Also das ist halt wenig, ne? Also ich esse, also eine Packung sind 500 Gramm. 15 Packungen, 30 Mädels, das bedeutet, jedes Mädel isst nur 250 Gramm Erdbeeren, das ist auch wenig. Also ich esse auf Ex, ganz normal, wenn ich es mir dann gönne, ein Kilo Erdbeeren auf Ex. Also viermal so viel wie die. Und das gar nichts. Wenn die... Wir sind 30 Mädels Futterneid. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erlebt habe, aber Menschen mit Futterneid sind die anstrengendsten Menschen. Mich eingeschlossen. Dann gibt es schon mal Streit, weil man streitet sich um die leckeren Sachen, die es zu essen gibt. Mal davon ab, dürfen wir nicht alles auf die Einkaufsliste schreiben. Nein. Zuckerhaltige Sachen dürfen schon mal gar nicht auf der Liste sein. Und auch keine fettigen Sachen. Naja, das ist ja logisch, weil Models müssen ja ihre Figur beibehalten während der Sendung. Wenn die da irgendwas zuckerhaltig essen oder mit Fettgehalt, das geht schnell auf die Figur. Ne? Also, wenn jetzt ein Model Sport machen würde, also Fitnesstraining, wie eine Bodybuilderin oder Fitnesstrainerin das macht, also richtig Fitness, dann ja, das ist immer schwierig, ne? Das ist alles bereitzustellen, so einen Raum bereitzustellen für jedes einzelne Model, wo sie eigenen Fitnessraum hat. Das wäre schweineteuer. Ne? Und dann kannst du die Kalorien verbrennen, die du gegessen hast. Ne? Oder halt eben musst du halt darauf verzichten. Ne? Denn wir sind ja Models, wir müssen gesund leben. Also wir sind schon mal direkt auf Zucker essen. Direkt. Aber Leute, das ist nicht das Spannendste. Jetzt wird es erst richtig brisant. Was machst du denn, wenn du kein Handy hast? Du kannst nicht deine Mutter anrufen und sagen, Mama, mich kotzt es hier richtig an. Ich stehe unter Stress, ich muss jeden Morgen um 5 aufstehen. Ich habe nicht mal Zucker, ich habe nicht mal einen Kaffee. Mir geht's gegen Strich. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Das heißt, zu wem gehst du? Wie gesagt, wir erinnern uns, wir sind ja nicht nur die 30 Mädels am Set, sondern... Naja, es ist halt nicht nötig, die Mutter anzurufen und den Vater. Ich meine, du bist ein erwachsener Mensch. Und eigentlich, wenn man 18 ist, sollte man schon im Leben zurechtkommen. Aber naja, bei Frauen sagt man dann immer, Frauen sind da anders. Ne? Sie brauchen als ich weiß ehrlich nicht mehr. Ich lebe ja auch nicht lange alleine erst. Ne? Ich bin ja auch ein, wie nennt man das? Naja, bei mir waren es beide Elternteile eigentlich Elternsöhnchen gewesen. Also von daher nur nicht so ein Elternsöhnchen, dass die Eltern anrufen. Nein. Ein Schlawiner-Söhnchen. Ich glaube, wenn euch das interessiert, was ein Schlawiner-Söhnchen ist, dann mache ich dazu ein Video. Wir sind ständig jeden Tag umgeben uns noch 20 weitere Leute. Die Redakteure. Das heißt, du kotzt dich aus, du kürzt dich aus bei den Redakteuren, weil das sind ja Menschen. Mit denen verstehst du dich ja ganz gut. So, denkst du. Das heißt, deine zweite Familie wird die Redaktion und das Team. Du fängst an, Vertrauen aufzubauen. Und dieses Vertrauen wird ausgenutzt, um dich so zu manipulieren, dass du das machst, was sie wollen. Aber wie schaffen das Redakteure? Ganz einfach. Ja, das ist ja auch, was die Frau Riesen sagt, eigentlich naiv. Dann, man vertraut, aber es ist irgendwie naiv, finde ich, weil... der Redakteur kann ja kein Bezugsperson sein. Es kann nur ein Pädagoge. Also ich frage mich jetzt wirklich, weshalb Red 7 keine pädagogische, ausgebildete Person bereitgestellt hat. War es damals wegen Corona-Bedingungen, weil das nicht ging? Ich weiß nicht. Warum? Weil es ist eigentlich unprofessionell. Das muss man sich immer hinterm Kopf halten. Solltet ihr, wenn ihr diese Reaction-Video anschaust, wissen. Jeder professionelle Produktionsstudio, das hat sogar mal Tom Cruise nicht nur gesagt, sondern also viele andere Produzenten, weil er ist ja Schauspieler und Produzent, jedes hochwertige Produktionsstudio hat Pädagogen bei solchen Projekten. Und du brauchst Pädagogen, du brauchst bei Models, weil die sind unter Stress, das ist was ganz Natürliches. Und wer da diesen Stress nicht aushalten kann,
der braucht dann Hilfe. Ne? Und wenn du das gar nicht kannst, dann brauchst du auch nicht Modeln zu machen. Ist so einfach ist das. Wie Karl Lagerfeld immer sagt, man muss es nicht übertreiben, aber ne, es gibt gewisse Sachen, die macht man zieht es durch, man kann das, aber man kann es halt nicht. Ne? Sich dann zu beschweren, ich meine, Heidi Klum hat sich auch nicht beschwert und hat ihre Sachen und ihren Weg, den sie sich vorgenommen hat, ihr Ziel erreicht. Ne? Man sieht ja heute, ne, bekanntes Model. Ne? Auch wenn Karl Lagerfeld bei Markus Lanz gesagt hat, er kennt sie nicht, er weiß nicht, wer das ist. Im Vergleich zu einer Figur wie Heidi Klum? Wir sind Heidi Klum, das ist noch eine andere Geschichte. Die Leute behaupten immer, ich hasse die. Ich habe die in meinem Leben noch nicht gesehen, ich kenne die gar nicht. Also die Geschichten, das habe ich schon öfters gelesen, dass ich was über die gesagt habe. Ich habe über die noch nie gesprochen, weil ich über Leute, die ich nicht kenne. Ich habe die gute Frau noch in meinem Leben noch nicht gesehen. Die hat nie eine Schau mit mir gemacht, aber ich kenne die nicht. Ich habe nichts dagegen, aber ich weiß noch nicht, was sie macht. Fand ich echt krass. Ne, kann Claudia Schiffer ja bei die Klum. Hab nie davon gehört. Ne, also ich dachte mir, okay, krass. Ja, Mann. Ne, die haben, also falls euch das interessiert, da könnt ihr mal Markus Lanz oder Karl Lagerfeld bei Markus Lanz könnt ihr eingeben auf YouTube. Und ihr könnt das Video sehen, in voller Länge und da sagt er das. Das ist kein Witz. Ne? Ja, das letztens auch schon in dem Video gesagt, Nummer Uno, du musst die Frage wieder aufgreifen. Was heißt das so genau? Naja, eine Redaktion fragt dich, also die Leistung von Tamara war ja diese Woche überhaupt nicht gut. Würdest du sagen, sie kommt trotzdem weiter? Und du sagst, ich glaube schon. Hey, Frage wieder aufgreifen. Ja, also Tamaras Leistung war diese Woche überhaupt nicht gut. Ah, okay, das kenne ich. Das sind psychologische Standardspielchen und die wirken bei uns Juden nicht. Ne, wir sind da knallhart abgehärtet, vor allem wir Pole. Bei uns, das hat bei mir, vielleicht wo ich jung war, gewirkt, aber später gab es immer nur von mir, wie Karl Lagerfeld das mit den Leuten macht, einfach Watschen-Argumente. Also wichtige Watschen-Argumente. Boom, boom, boom. Ne? Argumente, die fertig gemacht. Ne? Und ich weiß noch, ja, wir müssen aufgreifen, wen würdest du dann hier wählen von denen, die, was meinst du, wie die anderen dich sehen oder was würdest du jetzt aufgreifen, weil der andere hat das nicht so gut gemacht, so wie du. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich kann nur für mich sprechen, was der andere macht, das interessiert mich nicht. Oder habe ich dann der Person gesagt damals, das ist deine Sichtweise, die darfst du für dich gerne behalten. Ne? Meine ist es nicht. Und ich werde dir auch nicht meine verraten. Ne? Also man muss sich da jetzt nicht drauf einlassen. Ne? Und dann die Person war sauer und naja, ich bin da in diesem Projekt nicht geblieben. Ne? Die konnten mich nicht manipulieren, also haben sie mich rausgehauen. Das ist einfach das, was man machen kann. Ne? Das glaubt mir. Es gibt Projekte, da sind so viel Dummbatzen drin. Da denke ich mir immer, also ich bin ja auch nicht so der Schlauste. Ne? Ich kenne mich in dem aus dem Material, ich habe das dann gemacht, aber krass. Es gibt Leute, die sind noch weniger bewandert von Themenbereichen. Ja, also wenn man da vergleicht, bin ich ein Schlawiner und ein schlaues Kerlchen. Ich glaube aber, dass sie weiterkommt. Bam! Du hast jetzt einen Satz und zwar, Tamaras Leistung war diese Woche nicht gut. Das kam nicht aus meinem Mund, das würde ich so nicht sagen. Ich sollte die Frage wieder aufgreifen und der Redakteur hat mir diese Worte im Mund gelegt. Bam! Ganz einfach, ganz leichtes Spiel und wenn du nur diesen Teil ausstrahlst und gar nicht mal die Antwort. So richtig schlau manipuliert. Wir dürfen euch. Naja, schlauer ist es jetzt nicht manipuliert, das ist halt fies, aber wie gesagt, wenn man naiv ist und da mitmacht, dann braucht man sich auch nicht zu wundern. Generell ist es so, wenn ihr, egal ob ihr jetzt bei Germany Next Topmodel seid oder in anderen Sendungen oder woanders bei der Bekanntschaft, egal wo ihr euch aufhaltet, es sind immer
Menschen umgeben, die euch manipulieren. Das ist normal, das ist nichts Besonderes. Wenn du schon ein kleines Kind bist, manipulierst du deinen Eltern zum Beispiel. Du, Mama, wenn du mir das gibst, dann mache ich das und das. Ne? Das ist auch Manipulation. Also das Wort wird halt nicht gerne im Mund genommen, aber dann ist es was Normales, Leute zu manipulieren. Ne? Also das ist für mich Standard. Ich manipuliere seit kleines Kind die Leute. Wie gesagt, Schlawiner. Ja? Ich mache es mit Leidenschaft, Manipulation. Ne? Ich habe mit Leidenschaft damals auch verkauft, nur irgendwann habe ich damit aufgehört, weil es langweilig war. Aber viele haben Potenzial gesehen und gesagt, so ein Arsch, ne? Ist faul einfach, das auszunutzen. Ne? Ich habe ja den Herrn Limberg manipuliert und habe 2 Kurse gratis bekommen. Ne? Die habe ich bis heute nicht genutzt. Ne? Oder ich habe den Herrn Koch manipuliert oder sonstigen Leute. Ne? Für mich ist das nichts Besonderes und ich bin nicht mal dabei. Es gibt Leute, die 1000-mal besser sind. Und also ich kenne zum Beispiel Timon Krause vom Schreiben her auf YouTube. Das ist voll korrekter Typ. Und, der Typ, der macht es richtig. Der tut einfach nur die, sagen wir mal, die Naivität oder die Leichtigkeit von den Leuten auslesen. Mehr ist es nicht, was er tut. Und er macht das wirklich gut. Also von daher, falls ihr mal Timo Krause sehen wollt, dann könnt ihr mal dran und auf seinen Kanal natürlich auch gehen. Also der Typ ist korrekt, weil er ist berühmt und er müsste mir gar nicht zurückschreiben. Dann könnt ihr sagen, leckt mich doch am Arsch, Andi. Ich bin großer YouTuber, hier Mittelfinger, hier zeige ich dir 2 Mittelfinger und die kannst du Geschenk haben von mir. Hat er nicht gemacht. Ganz normal geschrieben und krass. Echt krass. Ja. Ne? Reden, worüber wir wollen. Wir dürfen doch nicht machen, was wir wollen. Ich kann mich an die beste Situation erinnern. Die Mädels waren beim Kartenspiel. Wir haben uns alle richtig gut verstanden. Kameraleute da, Redakteure da. 5 bis 10 Minuten. Kommt die Redakteurin, reißt uns die Karten aus der Hand und sagt, das ist langweilig, das will kein Mensch sehen. Redet jetzt mal bei Johanna. Bam. Leute, das hat nichts mit Real Life zu tun. Wir saßen da nicht und haben über Johanna gelästert, sondern uns wurde gesagt, redet jetzt mal darüber. Und das ist nicht Reality TV. Das ist einfach eine Situation, die mit Absicht so hergestellt wurde. Naja, das müssen die aber machen. Weil da hat die Redakteurin schon richtig gemacht. Es war langweilig. Also sagen die sich, und dann machst du halt aus dieser Situation entweder was Gutes oder was Schlechtes. Ne? Und negativ reden, muss man einfach sagen. Man sagt halt, was man so denkt. Und dann muss derjenige selbst für sich entscheiden, stimmt das, was die Person über diejenige Person sagt oder nicht. Und mich wird es ein Scheißbrett jucken, ne? Weil ich bin ja, na gut, mich juckt es mittlerweile nicht mehr, weil ich so oft Hass bekommen habe. Ich bin ja mit Hass aufgewachsen in meinem Umfeld viel, dass ich immun geworden bin. Ne? Also mich macht nur einiges, ne? Nur wie Karl Lagerfeld mit Markus Lanz auch mal erwähnt hatte, dass das fand ich sehr geil, weil er gesagt hat, dass auch ihn einiges treffen kann, obwohl der top selbstbewusst ist, der Kerl, also wo er noch gelebt hatte, also Hammer-Typ, richtig hardcore selbstbewusst, aber wir sind nur Menschen. Es gibt immer einen Trigger, wo man einen treffen kann. Und zwar bei jedem, auch bei mir. außer das mit dem Clown-Gesicht. Also wenn ihr, oder so Wörter, aber so Leute, die haben so viele Leute, die haben so Leute so oft, du Clown, Arsch gesagt, Spaß, Verrecke, KZ gehen, vergaß dich, Judenschweinchen, komm, bring dich um, oder kann ich dich abschlachten und so. Also das ist für mich schon mittlerweile langweilig. Das ist so, hey, spiel eine neue Platte auf. Schnell aber von oben. Leute, wir brauchen einmal, wie Liana sagt, Maribels Leistung war richtig scheiße. Das musst du irgendwie aus dir rauskriegen. So, pass auf, ganz leicht. Du fragst 10-mal, wie findest du Maribels Leistung? Ich sage jedes Mal, es war gut. Ich bin richtig genervt, weil ich habe dir doch gerade schon 15-mal gesagt, ich finde das gut. Perfekt, weil was passiert dann? Ich bin genervt, ich rolle die Augen. Das ist schon mal das allererste, was sie brauchen. Check, wir haben Augenroller von Liana. Wird natürlich nicht eingespielt, dass ich den Augenroller gerade der Redaktion gegeben habe. Nein, es wird eingespielt, wenn Maribel wieder reinkommt. Jetzt geht's aber weiter. Dann macht die Redaktion sowas wie. Ja gut, aber dafür kriegst du ja Geld. Na, also machst du es denn und die nerven dich, ja, aber nerven ist das nicht. Die fragen dich halt öfters. Und wenn du da so eine Frage, dann musst du halt das ganz clever machen. Ne? Dann machst du es so wie ich, wenn mich jemand oft fragt,
Da machst du das, wie als wäre derjenige ein kleines Kind oder jemand, der zurückgeblieben ist, und dann sagst du demjenigen, hey cool, dass wir einen neuen Papagei bekommen haben. Ich wusste gar nicht, dass wir einen neuen Papagei haben bei uns zu Hause. Ne? Und machst einen krassen Spruch und weg ist die Person, die wird dann nicht nochmal kommen. Ne? Und ich glaube, die Schlagfertigkeit fehlt vielen Leuten, also nicht nur Models. Ne? Du musst einfach nur sagen, ne? Papagei, fertig. Ne? Funktioniert immer wieder. Ne? Und wenn die Redakteurin da, dann hätte sie sagen sollen, hey, cooler Papagei, wo meinst du, was redest du? Wie war das nochmal wollte ich dir aufgreifen. Ja, ich finde die Papagei echt cool. Ne? Und dann, ja, es funktioniert immer wieder. Ich weiß zwar nicht, warum es funktioniert, doch ich weiß warum, ich sag's nicht. Ne? Ihr müsst, kommt selber einfach mal drauf, warum es funktioniert. Ja, es funktioniert einfach. Mach mal kurz die Kamera aus. Mach mal bitte kurz die Kamera aus. Eliana, jetzt mal ganz kurz. Nur mal hier unter uns zwei. Maribels Leistung war wirklich nicht gut diese Woche. Das hat Heidi jetzt auch schon mehrmals gesagt. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, du fandest Maribel gut diese Woche, dann wird der Zuschauer doch erst recht denken, du bist fake. Ich meine, das sieht man doch, dass mal ihre Leistungen nicht gut sind. Ja, hättest du diese Woche auch zu dieser Redakteurin, ja, dann sollen die Zuschauer doch das denken. Wo ist das Problem? Oh Mann. Ich habe Hunger. Ich werde jetzt bald mehr wie 100 Kilo wiegen. Und weil ich Hunger habe, habe ich mir wieder mal, das nennt sich Knoppers geholt. Ja. So scheißegal, wegen Werbung. Ich mag keine Werbung. Ich mag keine Werbung, ich mag nicht. Aber ich habe es nie verstanden, warum man sagt, was man liebt, dass das Werbung ist. Das haben die Manipulanten wieder mal für sich sogar. Und ich scheiß drauf, ich mache nie mehr Kennzeichnung Werbung, weil privater Mensch sollte die Möglichkeit haben, nicht nur privat, jeder Mensch hat die Möglichkeit zu sagen, was ihm schmeckt und was nicht. Also wirklich. So. Ich habe Hunger. Das Video dauert jetzt etwas für mich selbst zu lange. Also nicht ihr Video, sondern das, was ich aufnehme, Reaktion. Ja. Meine Reaktionen sind ein bisschen immer länger. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt schon seit 8 Jahren. Weißt du, was wirklich gut ankommt bei den Leuten? Menschen, die Wahrheit sagen. Menschen, die sich trauen, mal ehrlich zu sein. Also ich kann dir nur einen gut gemeinten Rat geben. Sag einfach die Wahrheit. Ey, ungelogen, ohne Witz. Genau so machen sie das. Natürlich kannst du sagen, boah, Liana, naiv, das dann zu sagen. Aber Leute, I'm sorry, ich war naiv. Ich konnte nicht mal mit meiner Mutter reden. Die will mir doch nichts Böses. Also sag ich's einfach, wie sie es von mir will. Genau, so kriegen sie sich dazu. Es ist so krank. Aber so wirklich streiten, so wirklich... Ja gut, aber dafür kann ja die Redakteurin ja nichts. Wenn du naiv bist, bist ja du schuld und nicht Redakteurin. Also da... Also so jetzt mit der Nummer kommen, hey, ich war naiv, sorry. Wirkt bei mir nicht. Tut den Andi nicht in irgendein Produktionsstudio als Chef einstellen. Ich werde knallhart, ich würde sagen, ja und? Du warst naiv, schluck's runter, weiter geht's. Ja, ich sage ein kleines Arschloch. Nein, tut's nicht. Wie kriegen sie es also hin, dass wir Mädels und untereinander streiten? Und ab jetzt, Leute, bis hierhin war's okay, grenzwertig, aber ab jetzt werden wir richtig verarscht. Ab jetzt werden wir manipuliert. Ich sitze da, nichts an, rede mit Larissa, verstehe mich eigentlich noch in dem Moment noch eigentlich ganz gut mit den Mädels. Weiß nicht, warum wir uns streiten sollten. Kommt die Redaktion zu mir und sagt, Jana, die reden da gerade die ganze Zeit über dich. Die lästern über dich, wie nervig du bist. Maribel weint, weil es so anstrengend mit dir ist. Die denken, du hältst dich für was Besseres. Das gibt's doch gar nicht. Das wird bei mir gar nicht wirken. Weil das Kind war es gewirkt, ja. Versteh das nicht. Frau Riesen ist doch ein erwachsener Mensch.
Und bei seiner billigen Argumentation würde ich der Person sagen, ja, ist so schön, dass sie das machen. Sollen sie das so machen? I don't care. Wenn ich nicht dabei bin, ist es wurscht. Und wenn ich dabei bin, höre ich einfach nur zu und bild mir meinen Teil. Fertig. Wahnsinn, dass die Leute so empfindlich sind. Ich meine, ich wurde für einen Baum gefesselt, weil ich ein KZ-Kind bin. Also KZ-Kind hat man zu mir gesagt. Und man wollte mich zweimal erstechen. Ja? Weil ich kein Arier bin. Und krass, ich glaube, jeder Mensch braucht die Hardcore-Erziehung, so wie ich sie hatte. Dann würden die Leute nicht so empfindlich sein. Wobei, dann bräuchten wir sehr viele Eimer. Tränen-Eimer. Du weißt gar nicht, was mit denen abgeht, ey. Aus dem Nix, Liana. Und ich sitze nur so. Warum lächelt ihr über mich? Aus dem Nix. Ich habe dir heute Morgen noch deine Stulle geschmiert. Was soll das? Und hier fangen wir an, uns zu streiten. Das heißt, danach kommt ein Interview. Jetzt findest du das aus dem, wenn ich lästern. Ja, die Bitches, was soll das? Die Redaktion geht zu den Mädels und sagt, ey, Liana hat gerade gesagt, die Bitches, ihr lästert über die. Was ist denn mit der alten verkehrt? Und die hauen auch wieder ins Rohr rein. Aber jetzt wird's richtig spannend. Dann sagen wir zu dir, pass auf, rede doch mal mit Larissa darüber, wie du das findest, dass die gerade über dich lästern. So, ich mit Larissa, bla bla bla. Ja, voll scheiße von denen, was soll das? Und dann kommt die so. Ich weiß nicht, Liana, aber du redest jetzt über die anderen Mädels, ohne es denen jetzt ins Gesicht zu sagen. Und du sagst immer, du bist so direkt und ehrlich. Findest du nicht, hast du nicht Sorge, dass die Zuschauer von dir denken, du bist hinterhältig, wenn du jetzt hier mit der Larissa einfach nur darüber redest? Geh einfach mal hin, sprich sie an, was das sollte. Ich glaube, das wird gut bei den Zuschauern ankommen, weil die dann sehen, was du für eine ehrliche Haut bist. Geh dahin, frage eh, warum lästert ihr über mich? Was habe ich euch getan? Wir haben doch gar kein Problem. Und die Mädels sind so. Was ist mit dir? Die Redaktion hat mich nur die ganze Zeit permanent Fragen über dich gestellt. Wie, ich käme nicht im Leben darüber, über dich einfach so aus dem Nichts zu reden. Und jetzt machst du hier so eine Szene, kommst mit dem Kamerateam an und willst mich zur Rede stellen. Was geht ab? Und ab dem Zeitpunkt befinden wir uns wirklich im Streit. Und ab hier fangen wir Mädels an, uns zu streiten. Weil du weißt ja gar nicht, dass das von der Redaktion kommt. Uns wird... Ja, das ist halt, wenn man sich so leicht manipulieren lässt, ist es halt nicht die Schuld des Produktionsstudios. Ne? Da kann ja Red Seven ja nichts dafür. Also Naivität muss man irgendwo auch seine Grenzen selber ziehen. Und wenn die Frau Riesen das dann halt so naiv war, dann hat sie halt eben die schwarze Peter-Karte gezogen. Ne? Aber niemand hat sie dazu gezwungen. Das ist halt das Problem. Menschen sind auch mitverantwortlich für ihr Tun. Und dann tun sie halt eben, was aufpushen und sagen, das ist nur der Schuld, der ist der böse Peter, aber es zum Streit können immer zwei. Ne? Und das ist leider so. Und wenn man nicht ehrlich ist, dann will man das nicht wahrhaben. Aber so ist das. Verboten, wenn die Kameras aus sind, die Streitigkeiten weiter zu bereden. Das wird uns verboten. Uns wird gesagt, wir müssen sofort aufs Zimmer gehen, wenn wir ankommen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, darüber zu reden. Es ist auch super wichtig, ein bis zwei Mädels von der Gruppe zu isolieren. Das waren Larissa und ich. Dann werden die Redaktion wirklich unsere Familie in der Zeit. Weil wir können ja nicht mehr zu den anderen Mädels gehen, da heulen, da traurig sein. Wir haben dann nur noch, ich hatte nur noch Larissa und die Redaktion. Ich hatte nur noch Larissa und das Team. Ich habe der Redaktion blind vertraut. Wie dumm kann man sein? Ganze Handlungen werden dir vorgeschrieben. Weil Heidi will das so und ich weiß nicht, ob du nächste Woche noch dabei bist, wenn Heidi sieht, dass du dir einfach nicht genug Mühe gibst. Bam, ganz einfach manipuliert. Entweder kommt die Heidi-Karte oder es kommt immer die Zuschauerkarte. Ey, das würde dem Zuschauer gut gefallen. Hast du nicht den Hashtag Fake bekommen? Willst du den nicht loswerden? Das ist deine Chance. Und hier sind wir an einem Punkt angekommen, wo durch den selbstverständlichen Stress, ich glaube, davon muss ich euch nichts erzählen, dass dir... Also, was die Frau Riesen sagt, ist, dass die Redaktion die Karte nimmt, die Heidi-Karte. Das heißt also, was ich vermute, ist, dass die Mitarbeiter einfach sagen, und das war die Heidi-Karte, was die Heidi eigentlich zu tun hatte. Man kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil das wird oft gemacht.
oder wurde damals auch gemacht und wird bis heute so gemacht, dass man einfach sagt, der Chef hat es gesagt, aber da war es eigentlich gar nicht. Ne? Wie gesagt, Naivität ist, und das hat sie jetzt auch hier zugegeben, ihre Schuld gewesen, und wenn sie nicht naiv wäre, dann wäre ihr das nicht passiert. Ne? Und deswegen gibt es auch sehr viele jetzt oder mittlerweile immer mehr Videos, Shitstorm-Videos, wo halt ihre Kolleginnen halt da halt über sie ja mehr oder weniger halt knallhart übergehen und sagen, hey, das stimmt nicht und das ist nicht wahr, was du erzählst. Ne? Ja, ist halt so schwierig, ne? Weil man war nicht dabei und man kennt die Person nicht. Wir kennen sie nur jetzt von ihrem YouTube-Kanal. Und man weiß nicht, die Person ist persönlich. Bei mir ist es so, dass ich bin so, wie ich bin. Immer. Ich habe keine Maske, wie alle anderen Menschen. Aber bei mir ist das ein Defekt. Das haben die Psychologen irgendwie festgelegt, im feststellen müssen, der Typ ist immer so. Der ist wirklich so, auch beim seinem Chef. Und ist mir scheißegal, was die Leute dann denken. Ne? Also ich bin da richtig, richtig krass. Ich war mal auf einer Feier, von der Firmenfeier. Und ich hatte auch mal halt Hunger gehabt, weil man mir gesagt hat, dort gibt es was zu essen. Und dann habe ich extra nichts gegessen, damit ich viel essen kann. Und dann bin ich dahin. Und dann da sagte man, man darf sich das und das nehmen, ist kein Problem. Man hat ja genug Auswahl zum Essen. Ich habe dann gesagt, okay, wenn das so ist, ich nehme das halt wortwörtlich. Und ja, dann habe ich halt rumgefragt, laut in der Firma geschehen, ja, also halt nicht laut geschehen, würde ich nicht sagen, aber laut war ich halt, so laut, so, hey, ausgerufen laut, hey Leute, gibt es da nicht noch das und das? Was ist denn das für ein Saftladen? Ich dachte, es gibt genug zum Essen. Naja, so wie ich halt bin. Kleines Arschloch, kannst du dir dazu denken. Und ja, dann waren die Leute sauer halt auf mich, ne? Und ich so, don't care. Ja, und die Promotion hatte ich dann nicht mehr. Ne? Die, vorher hatte ich einen Vertrag mit vier geilen Tagen. Also es waren, es war dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag. Ne? Danach waren es nur ein Tag. Ja. Ja, das ist halt einfach, ne? Man muss halt. Ich denke, jeder weiß, dass ich, wie das weiter zuführen, das zu denken ist. Ja. Um 5 Uhr morgens, fast jeden Morgen aufgestanden sind. Ich gebe euch einen Tipp. Ich gebe denjenigen, der sagt, einen Tipp. Damit meine ich, wie die Persönlichkeit eines Menschen ist. Ja, und wenn die Persönlichkeit genauso ist wie eine Familie und genauso ist da, und meine Verwandten drücken immer bei mir ein Auge zu, die sagen, der kann nichts dafür, dass er ein Arsch ist, dann, die leben damit, das ist Toleranz, okay? Aber von ihr weiß man es ja nicht, weil viele hier YouTuber vermarkten sich und zeigen ein zweites oder drittes Face. Und nicht nur YouTuber, auch von ARD und ZDF, Markus Lanz und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Wirst ein Private in Markus Lanz treffen, wird er ganz anders sein. Oder wirst Jan Böhmermann privat treffen, verhält er sich auf einmal nicht so mutig, ne? Und so weiter. Unter einem enormen Stress stehen, Schlafmangel, aufgeregt, du stehst ständig unter einem Leistungsdruck, du hast ständig das Gefühl, die anderen Mädels sind besser und perfekter als du. Und dieser selbstverständliche Stress mit der Manipulation von einem Redakteur. Stopp! Der Stress verstehe ich, aber zu denken als Frau, die ist hübscher wie ich, hast du schon verloren, dann brauchst du kein Model zu werden, das ist Quatsch. Wie Karl Lagerfeld das gesagt hat, wenn du denkst, dass ein anderer, wenn ich denken würde, dass ein anderer besser ist, dann brauche ich gar nicht Modedesigner zu sein, das ist Quatsch. Und so ist das. Du machst dein Ding. Es gibt viele Gamer. Es gibt Gamer, die besser sind wie ich, die Gaming-Videos machen, die bessere Gaming-Videos sind als meine. Und die schaue ich mir sogar an. Ne? Weil ich die gut finde.
Ich gucke aber trotzdem weiter nicht von demjenigen das an, um etwas abzuschauen. Das mache ich nicht. Jeder hat seinen Stil. Hat halt einen besseren Stil oder eine schönere Stimme als meine oder sieht besser aus wie ich, ja, sowieso, ne? Aber wenn du denkst, sage ich dir persönlich, der das Video hier sich anschaut, wenn du denkst, der ist hübscher wie ich, dann kannst du gleich einpacken. Das ist Quatsch. Jeder hat sein Genre. Der eine ist so, sieht aus, deine so. Wie hübsch ein Mensch ist, das entscheidet dein Selbstbewusstsein zum Teil. Also es ist kein Quatsch, wie selbstbewusst du dich gibst. So betrachten dich dann dementsprechend, hast du eine gewisse Ausstrahlung. Und das alles andere entscheiden dann die Leute. Und wenn der eine dich gut, also wenn einige Menschen die sympathisch finden, ist doch gut. Und wenn einige nicht, ist doch auch gut. Hast du Farbe im Leben. Wenn du immer nur ein einseitiges hast, ne, das ist toll, 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 da ist auch nichts. Ich meine, es wäre blöd, es wäre auch langweilig, wenn ich jeder gut finden würde. Ja, scheiße, wenn auf meinem YouTube-Kanal freue ich mich immer wieder über meine Hater und über Leute, die mich nicht gut finden. Da würde ich sagen, hey, geil, Farbe im Spiel. Ja. Und diesen künstlichen Stress, die sie durch den Einkauf, durch den Zuckeranzug, durch die Nanny und dass wir nicht raus dürfen, dass wir mürbe werden, weil wir haben kein Handy, wir können uns nur mit uns und den Mädels beschäftigen, das Ganze führt zu einem super laufenden Uhrwerk. Und der letzte Zeiger, der noch fehlt auf unserer Uhr, ist der Schnitt. Wie schneidest du das jetzt? Dazu müsst ihr wissen, eine Folge, die glaube 90 Minuten, reine Zeit der Folge, ist aus 4 bis 5 Drehtagen pro Drehtag 8 bis 12 Stunden Drehmaterial mit 4, 5, 6 Kameras. Da kannst du alles draus schneiden. Und das Allergeilste ist, die Geschichten werden erzählt, aber sie werden nicht vollständig erzählt. Das heißt, wenn ihr eine Geschichte seht, ist das so 10% von dem, was passiert ist. Ja, dann schreibt mal real. Wir haben uns wirklich gestritten. Ihr seht nicht, warum haben wir uns gestritten. Ihr seht nicht, dass es von der Redaktion kommt. Ihr seht aber auch nicht, wir vertragen uns auch wieder. Aber um das Ganze zu untermauern, dass da Rollenbilder gezielt wie ein Drehbuch aufgebaut werden und auch ganz genau festgelegt werden, an welchen Stellen die Mädels rausfliegen oder weiterkommen sollen. Das ist ja auch die Diskussion, die gerade im Netz ist. Hey, die eine ist besser, warum kommt die weiter? Leute, das kommt nicht auf die Leistung an bei Germany's Next Topmodel. Da erzähle ich euch jetzt eine super heikle Geschichte. Okay, bis hierhin ist ganz einfach. Die Leute müssen ja Szenenbilder schaffen und Produktionsstudios werden Anweisungen vorher bekommen. Es wird besprochen bei ProSieben, bevor überhaupt ist, Heidi Klum hat ja ein Format abzuliefern. Und die hat ja Geldgeber oder Finanziäre, könnt ihr das auch nennen. Und die Geldgeber haben Leute, die im Hintergrund sind Psychologen, Manipulanten, also Leute, die eine Ahnung haben von Materie. Und diese Leute, die sagen, so und so musst du das machen, das und das gibt Quoten, das und das brauchen wir, um unsere 20, 30 Ferraris uns leisten zu können. So. Und wenn sie das nicht machen, naja, dann halt eben haben sie ein Problem. Und Heidi Klum, die kann ja nicht alles beeinflussen. Die kann nur entweder, ja, okay, so und so, das ungefähr Konzept und dann macht ihr mal. Ne? Weil nicht immer, wo Heidi Klum draufsteht, ist ja auch alles mit Heidi Klum. Ne? Manchmal gibt es halt eben Konzepte. Oder wenn halt die umgesetzt, dann gibt es ein grünes Licht von den Kanzleien und dann halt Agenturen. Und fertig. Und der Rest, der, man kann keine Reality-TV-Sendung machen, die real ist. Ja, das Wort ist falsch, weil das geht einfach nicht, weil das Leben ist langweilig. Ja, unser Leben, wie Karl Lagerfeld auch gesagt hat, ist nicht so wie im Film gemeißelt. Ne? Wenn du irgendein, zum Beispiel, du bist Anwalt und hast jetzt einen Kunden zu vertreten.
Und dann tust du erstmal lesen, die ganzen Gesetzestexte. Dann tust du erstmal dir die Urteile durchlesen, durchschauen. Und dann siehst du, schaust du dir vom Kunden die ganzen Papiere durch. Was hat er gemacht? Ne? Kaufvertrag, ist das richtig verlaufen? War vorher schon bei der Ware Mangel? Oder wie war das mit dem Arbeitsvertrag? Hätte man anders handeln können und so. Und das ist alles Lesen. Lesen ist ja langweilig. Aber Lesen stimulisiert normalerweise das Gehör. Oh, und das ist nicht wie bei Suits von der Serie, wo der Anwalt kommt und hier, es ist nicht so. Dann macht man ein Schreiben, es gibt ja ein Schreiben ganz normales, dann gibt es irgendwann auch eine Klageschrift, man kann auch im Gericht, man kann es auch knallhart machen. Zuerst machen wir es aber über untereinander, man versucht eine Meditation zu kann man das sagen, wortlich. Man versucht eine Einigung zu machen, ne? Also Meditation, man versucht zu kreieren, sagen wir es mal so, ne? Zu kreieren, ne? Und dass man sagt, hey, das hatten wir vorher nicht gehabt und jetzt haben wir das und das und das und versuchen gemeinsam einen Weg zu finden. Klappt öfters nicht. Und dann gibt es halt, und das sind halt, was ich dir damit sagen will, das sind halt gewisse Wege und die sind langweilig. Und warum macht man das nicht so wie bei Sulzer, hier, boom, zack, ich verklag dich, ne? Das ist doch viel geiler. Und die Menschen sind halt nicht interessiert an Details. Ne? Deswegen, wenn du das Video bis hierhin angeschaut hast, wow, Respekt, dann bist du anders. Dann bist du ein Detailtyp. Und zwar bei der allerersten Fashion Show. Ihr müsst euch die nochmal reinziehen, weil die war wirklich heftig. Es sind so viele Mädels hingefallen. Leute, wir standen auf der Treppe. Es sollte in 2 Minuten losgehen mit der Fashion Show. Da kamen die Stylisten und haben gezielt Mädels von uns die Füße eingeklemmt. Ungelogen. Das ist jetzt wirklich, ich meine es komplett ernst, das ist echt kein Scherz. Wirklich, frag alle Mädels, die dabei waren, wirklich. Ich erzähle dir wirklich nur zu 1000% die Wahrheit. Aber nicht jeder, sondern nur gezielt manche Mädels. Und das Problem war, wir sind noch nie in eine Fashion Show gelaufen. Wir wussten nicht, mit komplett klitschig eingekrempten Füßen, in einem High Heel, wenn die Show in einer Minute losgeht, bist du am Arsch. Du rutschst dermaßen auf den Schuhen. Du hast keine Chance. Die Mädels sind über den Laufsteg gestolpert. Das heißt, es wird vorher einfach manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht. Ganz einfache Nummer. Aber nicht nur das. Du kannst nicht nur, indem du Mädels die Füße eincremen, weil natürlich haben wir schon bei der 2. Show gesagt, ich will keine eingecremten Füße haben. Du kannst nicht nur damit faken. Ich erinnere mich, als ich auf der Berliner Fashion Week gelaufen bin. Wir sind zurückgekommen nach Los Angeles, hatten nochmal eine Fashion Show. Sollte sozusagen Heidi zeigen, was wir gelernt haben. Und ich sollte die Show eröffnen. Leute, katastrophal. Ich weiß nicht, was ich an dem Tag hatte. Die Heels haben nicht gepasst. Frag mich nicht. Ich bin einfach auch ungeübt gewesen auf Hohlschuhen. Ich habe so dermaßen verkackt. Wir laufen ja nicht nur einmal vor und zurück, so wie ihr das seht, sondern wir laufen 2 bis 3 Mal vor und zurück. Es ist ein minutenlanger Walk, der für euch dann in 3 bis 10 Sekunden zusammengeschnitten wird. Und ungelogen, ich laufe, ich verkacke dermaßen, ich merke das ja, rutsch hier mal raus, hier mein kleiner Stolperer, so da habe ich nicht die Kurve gekriegt, wirklich, komm mal an. Wow, Liana, du kannst so gut laufen. Der Designer meinte nur, wow, hast du mein Kleid verkörpert, das war der Burner. Und ich nur so, boah Leute, ich weiß gerade, ihr zieht die größte Scheiße, ihr wisst gerade, ihr zieht die größte Scheiße. Ab dem Moment wurde mir klar, es geht hier nicht um Leistung. Und natürlich fragt man sich dann, okay, aber was ist mit Heidi? Ich meine, wofür ist Heidi dann da? Was ist Heidi, entscheidet die denn überhaupt was oder was? Wir haben keinen Kontakt mit Heidi. Also ich kenne diese Frau genauso wenig wie ihr. Ich kriege immer die Frage, wie ist Heidi? So, keine Ahnung. Frau nicht. Ich sehe die nur, wenn die Kamera läuft. Die redet nicht einen Satz mit uns, wenn die Kamera nicht läuft. So, es interessiert sie nicht. Natürlich hätte sie die Chance. Sie hätte, wenn sie, die eigentlich ist der Oberboss, wenn sie Bock hätte, natürlich kann sie sagen, ach ja, ich finde aber Liana wird rausfliegen. Könnte sie sagen, macht sie aber nicht. Warum sollte sie das? Wenn die Redaktion sagt, mein Gott, Liana kommt ins Finale, ist es ihr doch Wurst. Die Frau kennt mich nicht. Das ist ja so total. Naja, das ist, was die Frau Riesen sagt, ist ein bisschen verallgemeinert. Also es ist so. Wenn man so ein Model ist wie Heidi Klum, da hat man sehr viele Termine, man hat aber auch im Leben was erreicht und man macht diese Sendung und man hat viele andere Probleme. Man hat im Hintergrund so viel zu tun,
Und dann muss man sich halt entscheiden. Ne? Nimmt man sich für jeden Zeit oder überlässt es einfach den Leuten. Und jedes Model ist halt anders. Jeder Mensch ist anders. Der eine Mensch sagt sich, ich mag nicht mehr, ich weiß nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich muss mir noch mal das anschauen, eine Folge von Germany Next Top Model, weil ich kenne das nicht so, ich habe es immer angeschaut. Einfach mal umgehört, so wie das Teil ist, nicht? Interessiert mich für jeden Mist irgendwie. Und da war das nicht so, aber vielleicht ist die halt jetzt so irgendwie, ist es hier langweilig geworden oder keine Ahnung, es gibt immer Gründe, also das kann man auch nicht so abstempeln. Ne? Wir wissen es nicht. Ne? Wenn was schiefgelaufen ist, dann ist es immer schwierig zu sagen, warum ist das schiefgelaufen und war nicht dabei. Und man hat nur eine Aussage von einem Model. Ne? Das ist ja das, was die anderen und viele andere Models tun, halt ihre Aussage jetzt momentan revidieren oder gar nicht bestätigen. Das ist auch doof. Ne? Egal, das ist ja einfach egal. Also wie gesagt, ich war im Finale, ich mache mein Handy wieder an, alles komplett voller Hassnachrichten. Ich dachte erstmal, ach Leute, das war erst eine Folge, lasst doch erstmal, es kommen noch 13 Folgen. Ich dachte mir, lernt ihr mich doch erstmal richtig kennen, so bin ich doch gar nicht. 5. Folge, 6. Folge, 7. Folge, dieser Hass hat nicht aufgehört, Leute. Dieser Hass wurde nur von Folge zu Folge schlimmer. Und man belächelt es am Anfang. Ich kann euch ja mal Nachrichten vorlesen. Wenn ich dich mal sehe, dann spucke ich dir ins Gesicht und am liebsten würde ich dich schlagen und richtig fertig machen, du Bitch. Wenn ich dich irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, draußen oder so sehe, werde ich dich zusammenschlagen, Schluchtel. Ich sage nur, wie kann es einen Menschen wie dich geben? Stirb, du Hure, stirb. Kleine Fotze. Okay, das mit dem Schluchtel, das kann ja nicht stimmen. Ne, das ist derjenige, der hat keine Ahnung, das geschrieben hat, weil sie ist ja eine Frau. Ne? Das gilt ja nur für Männer, dieser Begriff. Also ich würde mich da gar nicht angegriffen fühlen. Mir schreiben auch Leute, ach Gott, mich haben von Laien-Community Leute rausgeekelt und rausgetan. Ja, das, ja. Jetzt neulich habe ich eine Bestätigung bekommen von einer Gaming-Community-Line, dass ich, weil ich ein Judenschweinchen dick bin und ein Polackenschwein und ein Hurensohn und ein Motherfucker-Kind, deswegen wurde ich rausgeschmissen. Und denke ich mir, ja, ist doch eure Meinung. Ist doch in Ordnung. Und dann der andere, der wollte mich verteidigen und der nennt sich mit seinem Username, ne? Oh Gott. Ratte nennt er sich. Irgendwie Ratte oder keine Ahnung. Razer oder so. Ich hab wieder seinen Namen vergessen, ne? So einen ganz komischen Usernamen. Auf jeden Fall hat er dann versucht, mich zu verteidigen. Und dann hat er da gemerkt, ah, die Leute, er hat die Gruppe eröffnet und er liebt die Leute und die Aufmerksamkeit. Und den Andi, den nehme ich dann auch nicht verteidigen. Ne? Dann sage ich, wieso sollst du mich verteidigen? Wozu? Ich kann mich selbst verteidigen. Wozu soll ich überhaupt was sagen? Wenn die Leute so von einem denken, dann ist das halt so. Was sollen die Leute denken, wenn sie glücklich machen? I don't care. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe das nicht verstanden. Meine Großmutter, die hat überlebt den Holocaust. Die hat Glück gehabt, dass sie ins Konzentrationslager nicht gelandet ist. Aber sie wurde dreimal hintereinander inhaftiert. Einmal wurde sie inhaftiert, dann ist sie halt eben von einem SS-Offizier, ne, war unmöglich, dass sie eine Judin sind, sie sind eine Arierin, sie haben blaue Augen, ne? Und die Rassengesetze haben meine Großmutter in den Arsch gerettet. Und ist sie nach Hause gegangen, dann ein paar Wochen wieder inhaftiert, also müssen ins Konzentrationslager, weil sie eine Judin sind. Ne? Dann natürlich wieder ruhig geblieben. Dann wieder war es über Lastwagen oder war es ein Zug. Keine Ahnung. Die ersten, wie das alles so war. Ich habe sie darüber nicht gefragt. Dann kam wieder ein SS-Offizier, ne, und wieder, ne, was ich euch damit sagen will, das waren so krasse Sachen. Ne?
Ja, so krasse Sachen. Und dass ich überhaupt überlebt habe. Ne? Weil wenn sie, ne, würde ich nicht existieren. Und das ist halt krass. Wenn Leute sowas schreiben, die kennt man gar nicht. Da sollte man gar nicht drauf viel geben. Und deswegen gebe ich auch nicht drauf, dass die mich rausgeschmissen haben von dieser Community und dann mir vorgeworfen haben, warum, oder gesagt haben, halt, warum hat Hitler dich nicht vergessen? Also warum hat dich Hitler vergessen? Gaskammer wäre doch gut für dich und so. Ja, jeder andere Jude wird vielleicht eine Anzeige machen und diese ganze Community auffliegen, ne, weil das ist ja strafbar, gegen uns irgendwas zu sagen. Aber ich so, es wäre doch langweilig. Ich meine, es wäre doch, das ist die rote Karte-Methode. Das ist schwach. Warum soll ich eine rote Karte nehmen, um Meinungen zu unterdrücken, wenn derjenige sowas hat? Ne? Also, wie gesagt. Also, wie kann man so sein? Was für ein ekelhafter Mensch, das ist unglaublich. Noch nie so etwas gesehen. Wenn ich dich sehen würde, würde ich dir erstmal eine Runde deine Fresse einschlagen, du respektloses Stück Scheiße. Deine Mutter ist eine Hure von 3 Männern, mehrere Kinder und du bist ja der größte Fickfehler von allen. Ungelogen, Leute, das sind wirklich stinknormale Messages, die ich bekommen habe. Das habe ich in Sekunden nicht bekommen. In Sekunden? Man hat nichts gesehen. Ein kleiner Tipp, Frau Riesen, beim nächsten Mal länger in der Kamera halten. Oh, mir wieder was zum Trinken geholt, ne? Wir machen gleich weiter, wir sind gleich fertig. Wir haben es ja fast geschafft. Lieber Zuschauer, sie sind mutig, sie schaffen den Rest auch noch, ne? Dass sie mir zugucken. Ne? Dieser Polackenschwein verächtet an! Ah, Gottchen. Zwei Nachrichten. Wie gesagt, beim ersten Mal lachst du, aber beim 100., 200. oder 300. Kommentar fang deine Gedanken an, dem zu glauben, was die Leute unterschreiben, dass du einfach nur ekelhaft bist. Wieder. Naja, da muss man also wirklich nicht selbstbewusst sein. Also, wenn man glaubt, was andere sagen, die man nicht mal kennt, dann muss man ein sehr unselbstbewusster Mensch sein. Aber die Frau Riesen, wie alt war sie denn da? Das ist ja die Frage. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das hier rauskopieren kann. Und, warte mal, können wir das rauskopieren? Ja. Weil, das tut sich jetzt komplett meinem Verständnis entreißen. Weil normalerweise als erwachsene Mensch, oder vielleicht hatte ich einfach Glück, ne, dass so viele Leute mich damals erzogen haben mit Schläge und zweimal fast Messer, Sachen, ne, wo man mich fast zweimal erstochen hat, dass ich einfach so abgehärtet bin, ne, dass ich da Super Edition bin. Aber so gibt es doch keine Wikipedia. Hey, Wikipedia! Wieso habt ihr sie nicht mit eingetragen? Ist doch berühmt. Vorwürfe sind doch keine Vorwürfe. Ich bitte euch. Was soll ich machen? Was sollen meine Vorfahren gemacht haben? Ach, 23. Da war sie dann 21. Aber Moment mal, da war sie schon längst. Da war sie 21. Da war sie schon erwachsene Frau. Meine Güte, ey. Na gut. Sie ist erwachsener wie ich gewesen. Ich war mit 21 vom Verstande wie ein 6-jähriger Junge. Ja, ich liebe es, ein Baby zu sein. Ich bin bis heute ein Baby geblieben. Widerwärtig, nichts wert, dass es deiner Familie besser gehen würde ohne dich. Und das sind die Momente, wo du anfängst, depressiv zu werden. Ich habe mich in mein Zimmer eingeschlossen, konnte nicht mehr schlafen, hatte Albträume, habe mich selber abgrundtief gehasst für das, was ich dort gemacht habe, für das, was ich dort gesagt habe, für einfach der Mensch, für den Mensch, den ich bin. Meine Mutter hat mir erzählt, wie oft sie auf offener Straße beleidigt wurde. Meine Familie hat nur noch geweint. Ich wurde auf offener Straße bespuckt und beleidigt. Und irgendwann habe ich einen Giftköder in meinem Garten gefunden, der darauf abgezielt hat, meinen Hund zu vergiften.
Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich mir am besten das Leben nehmen kann. Wie mache ich das am besten, dass es am leichtesten ist für meine Familie? Was schreibe ich im Abschiedsbrief? Wer soll mich finden? Das war ja, also das, was sie jetzt sagt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wo ich früher war, da hatte ich sehr viele Hater gehabt, das war noch vor der Internetzeit. Und wenn du mit 8 Jahren, von 8 Jahren immer halt fast jeden Tag Dresche kriegst von den Älteren, das geht auf die Nerven, ne? Du bist so 10 Jahre, 11, 12, 13 Jahre, dann bist du irgendwann halt, ne? Pulsadern aufschneiden und so weiter. Da war ich immer auch so ganz knapp dran, aber ich war durch die Religion, durch den Glauben, einfach stärker. Ne? Wenn du keinen Glauben hast, und das haben die meistens nicht, dann machst du das dann. Ne? Das ist halt natürlich aber trotzdem doof. Die Selbstzweifel, die Person, die dann diejenige Person quält, weil die kannst du nicht so einfach raustun. Ne? Also sehr schwierig. Und wenn du so viele Hate-Nachrichten hast und du bist noch unerfahren, und das ist sie tatsächlich, das ist Frau Riesen tatsächlich, Frau Riesen, falls du antwortest, Lidiana oder wie in deinem Namen, dann wäre schön, wenn Video, hast du meine Line-Nummer und alles. Am Ende kriegt ihr meine Line und meine Daten. Da kannst du ja antworten, wie du wirklich heißt. Also, wie man deinen Namen mal nicht richtig ausspricht. Oh Gott. Da, der Polackenschwein, der kann wieder kein Deutsch. Wo war denn die ganz nette Adlerin, die ihm gesagt hat, dass ein Arschloch gibt? Hier, da hat die Jana Linke gesagt. Lern mal Deutsch, du Polackenschweinchen, Judenschweinchen. Ja, mein Führer, ist ja gut. Aber ich bin noch Ihr Liebling, oder? Herr Baczynski, kommen Sie mal her. Ja, mein Führer, kommen Sie mal näher. Ja? Brav. Herr Führer, ich danke Ihnen. Sind ja ganz brav. Aber ja, natürlich, mein Führer. Weiter geht's mit mir. Okay. Das waren meine Gedanken. Was tut am wenigsten weh? Wie möchte ich sterben? Das waren meine Gedanken. Und das hat mich so erschrocken. Das hat auch meine Familie so erschrocken, dass wir uns Hilfe gesucht haben beim Bündnis gegen Cybermobbing. Und das Bündnis gegen Cybermobbing hat uns zum ersten Mal erzählt, was mir darüber passiert. Okay, das mit dem Hund ist clever gemacht, oder? Das ist eine spezielle Szene. Das ist Psychologie. Das kenne ich sehr gut. Das ist nicht freiwillig. Der Hund hat... das ist clever gemacht. Warum wurde der Hund jetzt in den Hintergrund gemacht? Weil es ein schwieriges Thema ist, und wenn ein Hund ist, reagieren die Leute anders. Das ist so, mitfühlend sind die Leute. Ah, ich liebe das. Das hat sie sehr gut geschnitten. Oder die Person. Ganz clever gemacht. Ah, das gefällt mir sehr. Wenn Videos so clever gemacht sind, im Hintern... bin ja Cutter, und ich liebe es, wenn im Hintergrund dieses Fiese, dieses Raffinesse, dieses Hervorrufen der Manipulation, der cleveren, ich sage es in der Göttersprache, Tarateri Sonowana Kindermanipulation stattfindet. Das ist meine Sprache, Göttersprache, aus meiner T-Welt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonnieren und liken oder auch nicht, oder ich mache ein geiles Video. Und das macht sich, das ist ganz clever, das ist clever gemacht. Und, ja, ich mag keine Tiere. Mein guter Freund, Oliver, der hat einen Husky, war mal bei mir, und habe ich nicht gemocht, ne, dass der Husky bei mir war. Und der Husky ist auf mich zugegangen, hat ein Foto gegeben und war ganz brav und so, und ich war im Zoo, und dann war das ja im Zoo, im Nürnberger Zoo, und dann Tiere gestreichelt und so, ne, da war das noch in Ordnung, da haben sie noch nicht diesen Geruch gehabt, aber wenn du mit Tieren leben tust, die haben einen gewissen Geruch. Ne. Ich mag ja eigentlich auch keine Menschen, ne, weil Menschen haben ja auch, ne, riechen ja auch nach was. Aber wenn sie gewaschene Leute, Menschen wenigstens nicht waschen, dann ist es noch in Ordnung. ja. Aber Tiere können sich nicht waschen. Und haben sie einen gewissen Geruch, und das vertrage ich nicht. Ne. Kriege ich da richtig so... Work.
Aber gut. Hier, dass das Cybermobbing passiert und dass das nicht in Ordnung ist, was mir passiert und dass ich ein liebenswürdiger Mensch bin und es nicht verdient habe, mir solche Gedanken zu machen. Ziemlich zeitgleich in der Zeit, wo ich das Bundesgegen Cybermobbing kennengelernt habe, wurde ich dann auch unter Polizeischutz gestellt, weil so eine ernstzunehmende Drohung beim Sender und bei der Polizei eingegangen ist, die mir eine schwerste Vergewaltigung androht und detailliert reingeschrieben wurde. Sehr, sehr schön gemacht. Das mit dem Hund wirklich sehr clever. Sie fasst ihn an die Ohren an. Normalerweise kannst du den Hund nicht einfach an die Ohren anfassen. Man muss sich das Tier sehr, sehr mögen und sehr vertrauen, weil Ohren sind sehr empfindlich. Mein Großvater hat einen Militärhund gehabt und deswegen weiß ich das. Du hast sehr viel über Tiere gelernt. Also ich mag zwar keine Tiere, kenne mich aus. Also lustig, bin ich bei dem einen, der hat einen Wolf gehabt und sagte, ja, wieso mag mich dein Wolf? Du hast doch Tiere. Und jetzt sagst du mir, ja klar, ich hasse alle Tiere. Ich hasse auch Menschen. Aber die mögen dich. Der Vogel oder die Tarantelspinne, alle, boah. Wenn die mich mögen, dann mache ich irgendwas falsch. Ne? Gut. Ah, clever gemacht. An welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, dass die Polizei meine Sicherheit nicht anders gewährleisten konnte, als mich unter Polizeischutz zu stellen. Die Frage ist natürlich, wie ist die Produktion damit umgegangen? Weil wie gesagt, ich habe mich bombastisch mit diesem Team verstanden. Das heißt, natürlich habe ich Folge nach Folge nach Folge die Produktion angerufen und gemeint, Leute, was macht ihr da? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich den meisten Hate bekomme für Worte, die ihr mir in den Mund gelegt habt, für die Handlung, wo ihr meintet, das wäre gut angekommen. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich habe sie angefleht. Ich meinte, bitte, Klicks ist nicht das Wichtigste. Bitte rettet mein Leben und hört auf damit. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben mich Folge für Folge vertröstet. Meint, ja, mal gucken, die nächste Folge wird. Und haben mir einen Psychologen, die haben mir wirklich verkauft. Sie stellen mir einen Psychologen an die Seite. Haben mir einen Psychologen an die Seite gestellt. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, es war kein Psychologe. Er ist Medienberater für die Produktionsfirma. Und dann habe ich mich mit Vanessa Da habe ich schon gesagt, was ich euch am Anfang erwähnt habe im Video, dass sie keine Psychologen und Pädagogen einstellen. Dürfen ist was anderes, sondern können, weil das ist alles mit einer ärztlichen Schweigepflicht und ärztliche Behutsamkeit muss das behandelt werden. Und wenn ein Arzt dementsprechend das nicht macht, dann kann er seine Lizenz verlieren. Ne? Also da geht es um sehr viel. Ne? Und deswegen ist es viel zu teuer auch, ne? Weil dann kann das Produktionsstudio, er hat ja Moral, wie ein Held ist ein Arzt. Und dann sagt er, ey Leute, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht bringen, ich werde euch jetzt verpfeifen, ich werde euch jetzt fertig machen. Und es gab Situationen in anderen Ländern, wo solche Shows tatsächlich dann erledigt waren, ne? Wo dann der Arzt gesagt hat, ist dann zum Anwalt, zum Gericht, hat dann wirklich so, so soll das eigentlich sein, wenn Ungerechtigkeit ist dann bom, ne? Auf die Ungerechtigkeit draufhängen und kurzen Prozess machen. Und dann kommt auch sowas nicht, dann wird so ein Mist nicht gemacht. Aber gibt es leider nicht, weil die, wie ich gesagt habe, Produktionsstudios das nicht machen, weil das Risiko besteht, dass er sich dann richtig einschaltet und ist halt eben dann so, dass man die Leute anlügt und denen suggestiert, hier pass auf, da ist so eine Psychologe, aber ist es nicht. Ne? Und bei dieser Aussage von Frau Riesen, da muss das, wenn sie jetzt eine Klage, wenn sie jetzt angeklagt wird von Red Seven, weil das, was sie auch hier sagt, das kann Red Seven als Schlechtmacherei bewerten. Also ich weiß nicht, wie das Gesetz jetzt heißt, in dem Paragraph müsste ich es noch raussuchen, aber das kann tatsächlich wegen Rufschädigung und kann Red Seven sagen, so, wir machen jetzt eine Klage an Sie, ne? Kann eine Klageschrift einreichen, das und das und das. Aber dann muss Red Seven belegen, dass da ein Psychologe war. Und dann, wenn die vor Gericht sind, dann ist es nicht so wie in Amerika, sondern werden vorher Schreiben über Rechtsanwalt und Rechtsanwalt wird geschrieben. Dann sagt der eine Rechtsanwalt von der Frau Riesen, ja, die Aussage war, ne? Ist Medienberater, weisen Sie mal nach, Gegenpartei, dass das ein ausgebildeter, praktizierender Psychologe ist. Und dann müssen die das tun. Und wenn die das nicht können, sind sie erledigt. Und das ist nicht so einfach zu tricksen.
Ja, weil sie können ja im Nachhinein nichts machen, sondern in der Zeit hätten sie diesen Psychologen für die Models bereitstellen müssen, wenn es dann vor Gericht geht und dann sagt dann der Vorsitzende, ja, nee, habt ihr nicht gehabt, seid gefickt. Ja, wie wollt ihr, welche Anklagepunkte wollt ihr jetzt raustun und welche wollt ihr, ne? Sehr interessant, was mit dem, das können wir mal dann mal durchnehmen. Tamkan, das ist Teilnehmerin von einem Jahr vorher, auseinandergesetzt, die diesen Shitstorm auch abbekommen hat, die meinte, es war 1:1 bei ihr genau das gleiche, sie hat die gleichen Morddrohungen bekommen und selbst Simi Kowalski, mit der ich dann ein bisschen gechillt habe in der Zeit, selbst sie hat den Hass bekommen. Simi Kowalski ist auch psychisch komplett fertig, seit der Teilnahme bei Germany's Next Topmodel, wirklich komplett fertig. Schade, dass Frau Riesen keine Bestätigung von den zwei Teilnehmerinnen hätte sie ja einladen können. Wäre interessant gewesen, dann hätte sie begläubigte Zeugenaussage gehabt, weil das wäre dann eine Zeugenaussage. Ne? In Amerika wäre es eine Zeugenaussage, bei uns Juden ist es auch, wenn man einen Streit hat, dann geht man zum Rabbiner und dann hat man Zeugen und dann kann man Unterredung machen, eine Zeugenaussage. In Deutschland ist es, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, weil in Deutschland, da also, lerne ich noch sehr vieles, also sind so Sachen anders. Aber normalerweise kannst du die als Zeugen laden. Also hier, also öffentlich, Zeugenaussagen. Ne? Wie Kate Moss. Kate Moss hat jetzt ausgesagt, bei John, wegen diesem Rechtsstreit, Johnny Depp mit Mrs. Amber Heard. Und da hat Kate Moss in England, also per Videochat, eine Zeugenaussage gemacht. Ne? Kann viele Sachen entkräften, viele Behauptungen oder Aussagen auch stärken. Also psychologisch gesehen ist es immer mit Zeugen zu kommen. Und ohne dass ich es wusste, hat damals Emil Kowalski mir auch den Gedanken gesät, das Finale freiwillig live zu beenden, weil sie zu mir meinte, Liana, nutzt die letzte Bühne, die dir geschenkt wird. Sie hat sich geärgert, dass sie ihre Bühne nicht anders genutzt hatte. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ich nutze diese letzte Bühne, um ein Statement gegen Cyberbombing zu setzen, weil ich wusste nicht, was Cyberbombing ist und ich denke, viele Betroffene da draußen wissen es auch nicht. Das heißt, ich möchte ein Statement gegen Cyberbombing setzen und nein, ProSieben und der Sender und die Produktion vor allen Dingen und Heidi wussten nichts davon, gar nicht. Der letzte Satz meiner Rede war das, was ihr gesehen habt. Ab jetzt höre ich auf mein Herz und deswegen verzichte ich auf das Finale, aber in den Proben habe ich gesagt und deswegen höre ich auf mein Herz, um das Finale zu gewinnen. Das war ohne Witz, Leute, das war das Einzige, was ich geändert habe. Das war nur dieser Minisatz. Ansonsten habe ich das mit dem Sender und der Produktionsfirma genauso geprobt, wie ihr es auch gesehen habt. Nur mit diesem kleinen Minisatzunterschied. Und so habe ich es geschafft, dass die Produktionsfirma und Heidi nichts davon geahnt hat, dass ich im Finale aussteige. Ich bin kein Opfer und ich bin nicht mal mehr betroffen von Cybermobbing. Ich lasse mich nicht mehr mobben. Also Opfer ist man dann, wenn man in der Zeit Cybermobbing, also ausgesetzt war, dem Cybermobbing ausgesetzt war und es ist nicht, ich habe es früher nicht so verstanden, aber später dann mit der Zeit, als ich älter geworden bin, warum in Deutschland darüber jeder immer so das Verneinen tut, nein, ich sehe mich nicht als Opfer und ich bin kein Opfer. Der Begriff Opfer ist halt wegen der Hintergrundgeschichte in Deutschland, also der National, also diese faschistischen Regime, was Deutschland hatte, 1930 bis 1945, ist halt negativ, okay, behaftet. Und das ist aber nur negativ behaftet, wie die Leute es behandeln. Und Frau Riesen ist ein Opfer. Und das ist nicht schlimm, ein Opfer zu sein. Wichtig ist dagegen vorzugehen, vernünftig vorzugehen und sich klar zu machen, okay, wo stehe ich jetzt gerade, wo bin ich, kann ich da was machen, wie mache ich das, hole ich mir Hilfe und so weiter. Und das hat sie dann im Endeffekt dann, so wie ich das verstehe, dann gemacht. Man sollte sich nicht schämen, ein Opfer zu sein. Man sollte dazu stehen und sagen, hey, der ist jetzt ein Opfer einer Tat oder ein Opfer eines Cybermobbing
Und wir sollten ja Personen helfen. Ja, weil Menschen wollen ja eigentlich friedlich leben. Ja. Und wenn ich meine Tora oder im Talmud lese, von den Propheten, da werde ich auch Videos machen dazu, um ein bisschen Leuten zu zeigen, dass es auch in der Tora drin steht, weil mich nervt das immer, dass die Leute sagen, das steht nicht drin, dass die, ja, dass die Menschen immer die Möglichkeit haben, ihr Leben zu ändern, umzugestalten. Ja? Und das ist aber nicht, was einem passiert, auch wenn es negativ ist, dass das nicht negativ man sehen sollte eher, sondern so eher so als Erfahrung mitnehmen sollte. Was auch nicht einfach ist, ne? Aber ja, sind gleich zu Ende. Ich bin kein Fan mehr dieser Show, ganz im Gegenteil. Ich möchte mich unbedingt von dieser Show distanzieren und dem, was sie mit mir gemacht haben. Und auch du da draußen, wenn du Cybermobbing erlebst, kannst du einen Schritt zur Seite gehen und sagen, ich werde nicht mehr von euch gemobbt. Und das wollte ich unbedingt im Finale zeigen und dafür wollte ich einstehen im Finale. Es hat auch sehr gut funktioniert, danach habe ich kaum noch was bekommen. Was aber auch ganz wichtig ist zu verstehen, alles, was ich erlebt habe bei Germany's Next Topmodel, habe nur ich so erlebt und wahrgenommen. Das heißt, alle anderen Teilnehmerinnen hatten eine super Zeit. Das war die Zeit ihres Lebens, sowohl als in der Villa, weil die haben sich ja auch alle untereinander prächtig verstanden. Es waren ja lediglich Larissa und ich, die nicht Teil dieser Gruppe waren. Die Rest hatten ja eine riesengroße Gruppe und richtig viele Freundinnen und alles war fein. Das heißt, die Zeit während des Drehs war schon wunderschön und auch die Zeit nach dem Dreh war ja wunderschön, weil die wurden ja super ausgestrahlt, die haben nur Liebe bekommen, es war alles gut. Aber wie am Anfang von dem Video schon gesagt, ich bin ein super positiver und selbstbewusster Mensch und dieses Positive habe ich jetzt nach dem Ausstieg aus dem Finale langsam wieder für mich entdeckt. Ich bin total dankbar für das, was mir hier passiert ist, weil ich kämpfe jetzt gegen Cybermobbing. Ich habe mir das als Aufgabe gemacht und besuche schon seit 2 Jahren regelmäßig Schulen. Also falls ich auch mal in deine Schule kommen soll, schreib mir gerne über Instagram oder schreib mir meine E-Mail. Und ich bin sehr dankbar für diese Aufgabe. Trotzdem ist es so, dass diese Erfahrung so heftig für mich ist, dass ich bis heute noch mit Selbstzweifel zu kämpfen habe. Also sei es ja profitiert. Ja, um lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sehr dankbar, denn ich besuche Schulen, ich kann mich wichtig machen und ich kriege Geld dafür auch, ne? Also habe ich was davon. Ja, so kann man das auch betrachten, auch so gedacht, naja, jeder hat was davon gehabt, jeder hat ein bisschen vom Kuchen abbekommen. Ne? Ne, Klaus, hast du was vom Kuchen abbekommen? Ja, Papa, noch hast du was abbekommen, auch wenn die Leute böse zu dir waren. Ja. Ne, siehste. Und morgen hau ich dir auf die Fresse. Und dann bekommst du eine Torte. Ja, 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 so ist das. Ach, was tun die Leute nicht für Geld? Ach, ich liebe die Menschen und hasse sie zugleich. Ach, das ist doch schön. Ach, ist das schön. Und ich denke, das ist normal. Und genau deswegen mache ich auch dieses Video. Das soll auch mein Thema hier auf meinem YouTube-Kanal sein. Selbstliebe, wie finde ich das wieder zu meiner Selbstliebe? Wie werde ich selbstbewusst? Also wenn du auch Mobbing oder Cybermobbing-Erfahrungen gemacht hast, schreib's. Okay, ja, ich liebe es an den Leuten, die Möglichkeit haben zu beraten. Ich meine, ich kann ja zum Psychologen gehen, ja, aber die sind ja mittlerweile auch die Grenzen gewachsen, aber sind auch nur Menschen. Ach, wie habe ich eigentlich meine Sachen gefunden? Tora und Talmud, Tana, das waren meine Lösung. Ja, das war wirklich, das hat mir sehr viel geholfen. Ne? Und meine Großmutter habe ich leider nicht erlebt als Erwachsene, weil sie ist gestorben im 1995. Im August ist sie gestorben. Und ich wünschte, sie hätte länger gelebt, weil ich war damals zu blöd und zu frech, um mit ihr zu reden. Ja, Menschen, Psychologen, die versuchen zu helfen, das ist nichts Festes. Also ich sage euch nur, wie es ist.
die Tora, die hat mir sehr viel geholfen, hat mir sehr viel Kraft gegeben. Ja. Und der Tanach und der Talmud vor allem. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich demnächst Videos mache. Und wenn es dem einen interessiert, kann er es schauen, wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber Hammer. Ja, also wirklich Hammer. Und das, ich weiß nicht, ob das so jetzt, ob dein Mensch, der das erlebt hat, also, weil jeder ist individuell, ne? Jeder, der eine braucht das zur Hilfe, der eine braucht das, ne? Mir hat halt eben die Tora geholfen. Lass in die Kommentare, schick mir deine Geschichte, gerne auch per Instagram. Ich bin super gespannt und hoffe, dass ich euch dort helfen kann. Ich bin super dankbar, dass ich jetzt als Influencerin arbeiten kann. Aber gerade durch die Selbstzweifel, die ich aufgrund des Cyberbobbings immer noch habe, ist gerade Social Media für mich sehr schwierig. Ich werde ständig bombardiert mit den Meinungen von anderen und zwar nicht immer nur die positiven Meinungen, ganz im Gegenteil, ganz oft Bodyshaming, Hass, Cybermobbing, Shitstorms. Und das führt dazu, dass ich finde, auch gerade Social Media oft eine Plattform ist, die sehr viele Selbstzweifel auch sehen kann. Und da möchte ich auch gerne von euch wissen, welche Erfahrungen habt ihr mit Social Media gemacht? Zu welchem Thema möchtet ihr vielleicht auch nochmal ein ausführlicheres Video? Es gibt so viel, was im Netz passiert, also schickt mir eure Geschichten, folgt mir auf Instagram und dann mache ich ganz bald auch ein Video zu euren Geschichten. Clever gemacht. Sie vermarktet sich echt clever. Ich durchschaue das, aber ich finde es cool. Ach ja, wir sind alle irgendwo Babys. Auf Instagram heiße ich auch Liana Rising. Und ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Germany's Next Topmodel, was hat euch am meisten schockiert, möchte ich auch unbedingt wissen. Oder zum Thema Cybermobbing, egal was ihr da für Fragen habt, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, haut sie raus, haut sie in die Kommentare, schickt mir eine DM per Instagram, egal wo. Ich bin gerade auf der Reise zu mir selber, auf der Reise zu mehr Selbstliebe und mehr Selbstbewusstsein. Und ich hoffe, dass ihr mich hier auf YouTube dabei begleitet und auf meinen anderen Social Media Plattformen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Wünsche, aber auch wenn ihr Tipps für mich habt und für die anderen, schreibt sie mir. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, ich kann euch mit meinen Social Media Accounts ein Safe Place schaffen. Ich hoffe, ihr guckt meine Videos an, ihr fühlt euch danach gut, ihr fühlt euch danach besser, denn ihr seid wertvoll, ihr seid wunderbar und jeder ist es wert, geliebt zu werden. Vor allem von sich selber. Also tut mir den Gefallen und seid so, wie ihr seid. Ich weiß, ihr seid eine tolle, liebende Community. Hinterlasst. Ja. Jeder nicht, ne? Muss man aufpassen, was man sagt. Ein Pädophilen willst du nicht lieben. Und ein Mörder auch nicht. Ja, wenn du einmal gemordet hast, sind es vorbei, ne? Dann kommst du nicht mehr zurück. Oh, ich hab dich so sehr lieb. Ja, tut mir leid, ich hab dich zu sehr lieb. Ja. Mir sind so krasse Sachen passiert, ne? Zweimal wäre ich gekillt worden, ne? Weil ich halt kein Arier war. Also manchmal, da kann es knallharter sein, ne? Und dann muss man halt hoffen, dass man überlebt. Deswegen jeder ist anders, ne? Also schön, wie ein Baby gesagt. Lasst Liebe in den Kommentaren, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen in der Community. Spread Love und zeigt einfach, dass die Welt ein wundervoller und liebevoller Ort ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht den Daumen hoch, vergesst mich nicht zu abonnieren. Und zum Ende bleibt mir nur noch zu sagen, thank you so much, eure Liana. Bis bald. Okay, einen Daumen hoch kriegst du. Okay. Oh Mann, ja, Fazit, Reaktion auf ein Fazit, falls du bis hierhin geschaut hast, sehr, 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 also das ist nur mein Geschmack, hübsche Frau auf jeden Fall, sehr stark, sehr, sehr starke Ausstrahlung, aber gut, ich stehe schon immer auf dunkle Frauen schon, meine erste große Liebe war meine Erzieherin, Nesrin, ne? Die ist ja dunkelhäutig gewesen. Und von daher, also es ist halt eben alles anders, ne? Ich habe da irgendwie gelesen, einen Artikel, dass normalerweise weise Menschen gehen und weise und man kann so schauen, also sehr interessante Dokus geschaut und auch wissenschaftliche Sachen. Und bei mir ist es immer, ich habe so bei diesem Test mitgemacht und bei mir war es total umgekehrt und die haben sich so, die haben gesagt, der ist total umgekehrt.
Der kann nicht weiß sein. Der ist nicht weiß. Der Mann, der ist nicht weiß. Der muss schwarz sein. Der muss schwarz sein, weil der macht alles nur was. Also da ist vieles in ihm, was eigentlich nur schwarze Menschen oder halt dunkelhäutige Menschen entsprechen würde. So. Ja, dann ist es halt so, ne? Ach ja. Sehr interessantes Video. Einige Aussagen kann ich nicht nachvollziehen, ne, weil es ist Schwierigkeit vorzustellen. Können schon sich zugeeignet haben, also kann sein. Wenn du das Video siehst, oder wenn sie das Video sehen, ja, Frau Riesen, weil ich weiß, ich habe nicht Erlaubnis, ich habe sie nicht gefragt, ob ich sie duzen darf, deswegen sieht sich. Dann hoffe ich, dass der Kommentar auch ein bisschen mehr beleuchtet hat. Ne? Also ich habe ja auch versprochen, dass ich ein Reaktionvideo mache und das habe ich jetzt auch gemacht, habe mein Wort gehalten. Ist sehr selten bei mir. Ja, wie gesagt, 2,5 Millionen Aufrufe, wie viele Klicks werden es denn sein, wie viel Geld, bestimmt da kommt was rein, hat auch der Mensch verdient, ganz klar. Man sucht was aus, man schaut ein Video, legitim, und man tut die Person, oder tut der Person was Gutes. Ich bin jetzt so müde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin immer so müde. Und ja, interessant. Das mit dem Hund fand ich cool. Ich mag zwar keine Tiere, aber mit dem Hund fand ich trotzdem cool. Der Hund hat mich erinnert an meinen Hund, ne, an Bari in Polen. Ja, an den Hund meines Großvaters, meine ich. Ja. War auch so ein bisschen so vom Aussehen her. War nur bissig, ne? Mein Großvater ist mit mir dann hingegangen, dann hat er mich nicht gebissen, aber. Und da hat er immer Angst gehabt, ne? Weil ich weiß nicht, vielleicht hätte Bari mich auch nicht gebissen, wenn ich auch alleine wäre, aber mein Großvater hat auf mich sehr aufgepasst, als ich noch ein Kind war, früher. Ja, Cybermobbing, das ist ja wie gesagt, da können wir ein Thema machen. Ne? Also ich kann nur jedem raten, ihr müsst da nicht einmal zum Judentum konvertieren, wenn ihr geborene Jude seid oder Abstammung habt, jüdische Wurzeln, so wie ich. Also, und wenn ihr es auch nicht habt, jeder hat eine jüdische Seele. Auch Atheisten haben eine jüdische Seele. Aber das ist nur meine Super Edition Auffassung. Und Tora hilft wirklich. Also ich habe auch nicht geglaubt. Ich habe am Anfang auch so, ich war nicht so ein Mensch. Und dann habe ich gesagt, nee, kann nicht sein. Und bin ich ein Menschen begegnet, der das Judentum leider nicht lebt. Leider der das halt geldmäßig lebt, aber gar nicht wahrnimmt. Also, ne? der sich nicht dran halten tut. Aber ich bin ja auch nicht der Sauberste, ne? Von daher, also quid pro quo, ne? Wie man das sagt. Ja Leute, das war's auch von mir. Ich verabschiede mich auch. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und wenn ihr mehr dazu, also wenn ihr wollt oder wenn du möchtest, dass ich noch Reaktionen wie auf das zweite Video mache, das muss ich aber noch anschauen, dann mache ich das auch. Es werden auch natürlich weitere Videos kommen. Reaktionen auf verschiedene YouTuber und verschiedene auch Sendungen und so weiter. Sind halt etwas länger wie bei allen anderen gewöhnlichen Reaktionsvideos. Meine sind halt immer so außergewöhnlich, ne, weil ich gehe da ins Detail oder ich rede da auch ein bisschen von beiden Aspekten und beiden Seiten wenig. Ne? Ich sehe das ein bisschen breiter immer als viele Leute und ja, aber wenn du auch so ein geteilter Mensch bist, ne? Vielleicht hätte man das besser machen können, weiß man nicht, wenn man am Anfang welche Aussagen, also ich glaube schon einige Aussagen stimmt schon, was Frau Riesen hier berichtet. Ich habe ihre Lippen gelesen, ja, also ich schaue mir die Lippen und die Gestik an. Das mache ich, habe ich immer bei meinen Kunden gemacht. Das war mir wichtig. Ich habe das dann als Kind gelernt, wie man das macht. Weil ich musste halt immer bei meinem Gegenüber wissen, wie er auf mich eingestellt ist. Ne? Musste wissen, kann ich dem Personen vertrauen oder nicht. Ne?
Weil ich hatte kein einfaches Leben gehabt. Und wenn ich einen falschen Menschen vertraut habe, dann kann das immer halt Folgen haben. Und deswegen habe ich dann später immer darauf geachtet, ne? Also dann vielleicht mit 9 oder 10 Jahren, da und der ist auch dies und das. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schönes Video. Positiver Mensch. Mit dem Hund, fand ich cool gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Schönes Video. Hat mir gefallen. Danke für dieses Video, Frau Reisen. Oder Riesen. Und ja, wäre schön, wenn Sie sich dann doch melden und sagen, ob ich, wie man Ihren Vor- und Nachnamen richtig ausspricht. Da bin ich da nicht so. Ja, da bin ich nicht so. Ich meine, ich nehme das nicht so ernst, ne, mit Namen. Ne. Man hat mich jahrelang nicht Andreas genannt, sondern Matthias oder Stefan oder sonstiges. Manche Kunden haben mich immer nur André genannt. Warum auch immer. Waczynski hat man mich auch nie genannt mit Nachnamen, sondern einfach Watzl oder Herr Waden, ne? Das fand ich auch immer cool, ne? Herr Waden, ich so, klar, ja, ich bin das, ne? Ups. Deswegen, ich habe es nicht so mit dem Namen und ich nehme das auch nicht so, ne? Ich weiß nicht, warum die Leute immer so sauer sind, sie haben mit Namen falsch ausgesprochen, stirb! Ja, Leute, mach's gut, bis zum nächsten Mal.